Kennt ihr das Gefühl, wenn euer Handy runterfällt und ihr es beim Aufheben mit zitternden Händen umdreht? Das muss nicht sein. Diese Folge wird präsentiert von RhinoShield, der Partner, um euer Smartphone zu schützen. Freunde, was geht ab? Wir sind hier, Podcast-Folge Nummer 8. Wir haben Nimo hier. Servus. Wir werden heute über viele Sachen reden. Wir werden reden ein bisschen über Musik. Ja. Ich bin zwar kein Deutschrap-Kritiker, aber irgendwie so über dich jetzt ein bisschen auch den Weg zurückgefunden, Deutschrap genießen zu können. Und ich weiß nicht, manchmal habe ich übel Bock, über Mucke dann auch zu reden. Und mit dir ist es ziemlich interessant, weil du eine krasse Sicht auf Mucke hast. Danke, Bro. Vor allem, als wir bei dir im Studio waren. Du auch. Du Arschloch. Der fickt mein Kopf. Werden auch reden ein bisschen über bei dir Thema Drogen ist, finde ich, sehr interessant. Da haben wir uns auch viel unterhalten drüber. Ich war bei dir in Frankfurt. Wir haben uns ganz zufällig in Stuttgart auf der Straße getroffen. Ja. Das war mir richtig, richtig peinlich im Nachhinein. Ach was. Ich müsst euch vorstellen, ich bin gelaufen. Ich laufe so die Straße lang. Ne? Bin am Telefon gewesen, damals mit meiner so fast Ex-Freundin. Und auf einmal, du kommst mir so entgegen und ich sehe so, okay, ich dachte zuerst so, okay, ist es, weil du hast mich schon angeguckt, du hast mich gescannt, ich war so, okay, Kopfhörer runter und du bist so übel herzlich und selbstbewusst auf mich zugegangen. Ich war so sofort, mir war sofort klar, okay, das ist nicht irgendjemand, der mich nach dem Bild fragt, weil du bist viel zu, weißt du, ich meine, man merkt das, die Präsenz, die Aura von den Menschen. Da hast du noch ein paar Homies da, ich habe jedem da die Hand gegeben, kurz geredet, du hast mich angesprochen auf diesem Prinz Markus Podcast. Ja, Mann. Was geht ab, Freunde? Fetter Kuss geht raus an euch. Das ist das erste Placement in einem Podcast. Und zwar war RhinoShield so nett, mir Geld in den Rachen zu schmeißen, um ihre Handyhüllen zu bewerben, die scheinbar unkaputtbar sind. Ich glaube das nicht, deswegen werden wir es testen. Die haben das den ganzen Spaß auch hier für eine Apple Watch. Also, ihr seht. Funktioniert. Ich glaube, wir müssen härtere Geschütze auffahren, oder? Ihr kriegt 20% mit dem Code TIM20 auf die RhinoShield-Produkte. Ihr wollt das Handy in den Balkon runterschmeißen? Kein Problem. Bro, ich schaue hin und wieder mal YouTube-Videos, weißt du, ich meine? Das ist kein Geheimnis so. So, ich glaube, jeder Rapper da draußen, ob er es zugibt oder nicht, checkt seine eigenen Reactions ab. Ja. Und von Reactions geht's dann rüber zu anderen Videos, weißt du, ich meine? Und ich habe Nico seine Videos gesehen, Justin seine Videos gesehen, dies, das, jedem seine Videos gesehen. Und deine Videos habe ich auch gesehen. Und um ehrlich zu sein, habe ich am Anfang gedacht, du bist voller arrogante Wichser so. Weißt du, ich meine, was man denkt, so, wenn man dich nicht kennt. Das hast du auch gesagt auf der Straße. Was man denkt, wenn man dich nicht kennt, so. Aber ich habe direkt gemerkt, dass du dich mit der Materie befasst. Und was ich gefeiert habe an diesem Prinz Markus Video war, du hast mit diesem Mann einfach face to face so offen geredet. Du hast ihn so direkte Fragen gestellt. So. Ja? Weißt du, ich meine? Du hast ihn einfach angesprochen auf dieses Puder-Video. Weißt du, ich meine? Glaubst du dem, dass er das nicht, dass das Puderzucker war? Bro. Ich bin nicht hier, um über jemand anderes zu reden. So. Weißt du, was ich meine? Aber ich habe es einfach gefeiert, wie offen und direkt du geredet hast. Und dann habe ich dich da vom Bake-Bob getroffen. Ich habe gedacht, Allah, das ist doch der. Und wenn ich jemanden sehe, den ich erkenne, ich gehe dorthin und sage Hallo, weißt du? Ey, das war krass korrekt, wirklich. So. Ich habe da keine Hemmung oder kein so, ey, ich bin Nimo, er ist der, warum sollte ich da hingehen? Das sowas gibt's bei mir nicht, Bruder. Weißt du, was ich meine? Sowas sollte es auch bei keinem anderen geben, so übrigens. Bin ich dort hingegangen, hab Hallo gesagt und du warst, ich kann deinen Gesichtsausdruck gar nicht so beschreiben, du warst so, okay, danke. Schönen Abend euch noch. Digga, du warst so übertrieben korrekt und ich wusste nicht, was damit anfangen soll. Du warst so, hey Bro, wie geht's deiner Familie? Wie geht's Nico? Wie geht's dem und dem? Und ich war so, warum ist der Typ so nett zu mir? Ich war so in meinem Kopf so, der hat das Markus-Interview geguckt und ich war so, Bro, ich fand das übel scheiße, weil ich hätte noch härter sein müssen zu dem, weil der Typ hat viel Scheiße gebaut und ich war so zu korrekt zu dem, hat mir jeder vorgeworfen. Ach was, Bruder, ach was. Du warst so, wie du sein solltest in dem Moment. Guck mal, alles steht geschrieben und du warst genau in dem Moment so, wie du sein solltest. Im Nachhinein kannst du dir ein Video anschauen und sagen, du solltest es so und so und so machen. Ja. Aber Bro, wer würde das anders machen in dem Moment an deiner Stelle? Die Leute können im YouTube sitzen, die können hinterm Bildschirm sitzen und sagen, ich hätte so und so gesagt. Ja, 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 ja. Bro, ja. Die meisten hätten nicht mal ihr Maul aufbekommen. Die meisten hätten nach Geld gefragt oder so. Darf ich mal in deinem Ferrari fahren? Darf ich mal in deine Villa? Das hätten die meisten vielleicht gesagt. Ja.
Bro, wenn ich cool bin. Ich will jetzt die Leute nicht als Heuchler darstellen, aber Bro, ich habe viele Menschen kennengelernt, so, weißt du, ich meine? Die haben nicht den Mut, vor Leuten das zu sagen. So. Ey, das ist echt bei so. Denen in ihrem Territorium. Das war ja nicht hier bei dir so. Oder? Ja, ja, und deine Jungs um den herum. So, weißt du, wenn du sagst, Alter, ich lasse jetzt einen Dicken von meinen Jungs raushängen. Nein, du warst bei dem. Ich weiß nicht, wo ihr wart, Bruder, aber das war so nach seinem Gebiet irgendwie. Ja, das war sein. Weißt du, was ich meine? Hey, das war krass so unangenehm. Und deswegen, lass dich gar nichts einreden, dass du härter sein sollst oder so. Du warst so, wie du sein solltest und du hast deinen Job gut gemacht. Du warst sehr respektvoll, Bruder. Ich glaube, dass ich deine Videos davor gesehen habe, dass du so ein bisschen ekelhafter sein kannst. Dass du ein bisschen ekelhafter sein kannst, so als ich meine. Ja. Warst du richtig respektvoll, aber direkt und offen. Und das habe ich gefeiert. Das habe ich sehr, sehr gefeiert. Digga, krass, weil ich war so richtig... Weil ich habe auch oft in deinem Gesichtsausdruck gesehen, dass du so was ganz anderes gedacht hast. So. Aber dein Respekt war groß. Weißt du, ich meine? Ja. Dein Respekt war groß. Ich habe es echt probiert. Es war nicht deine Angst, etwas zu sagen oder so, aber der Respekt. Weißt du? Ich hab wirklich... Und dieses Video wirst du auch in 5 Jahren oder 10 Jahren, ich hoffe, nicht bereuen. So. Ich denke nicht. Weil du denken wirst, alle, ich habe mich wie ein Mann verhalten. Ich saß dort wie ein Mann, ich habe wie ein Mann geredet, ich habe ganz normal geredet, höflich geredet, weißt du, ich meine? Und was man auch dem Prinz Markus lassen muss, egal was er getan hat, was er nicht getan hat, das ist seine Sache. Ja. Der Mann antwortet einfach richtig cool so drauf, weißt du? Ob er lügt, ob er die Wahrheit sagt, ist scheißegal. Der Mann sitzt dort und lacht. Ich feiere das auch. Ich feiere das auch, Bruder. Ja, der Typ ist so ein... Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe gesehen, wie du hast gesagt hast, du hast im Knast Videos geguckt von dem mit seinem begehbaren Kleiderschrank und du dann da warst. Bro, safe. Safe, safe, safe. Ich habe das erste Mal einen begehbaren Kleiderschrank bei ihm gesehen, Bruder. So mit Marmor, Parmor, so eine Platte in der Mitte und so. Das ist mein Kleiderschrank, wie ist das? Und ich dachte mir, Alter, krasser Scheiße. Ey, ich war richtig so, aber guck mal, du kommst auf mich zu. Ich war so, ey, Alter, warum ist der so nett zu mir? Dann machst du mir Kompliment für ein Interview, wo ich so selber dachte, Digga, das habe ich übel verkackt. Ich hätte da halt giftiger sein können. Und dann war das für mich so ein besonderer Moment, unabhängig davon, wer du bist, weil ich das da nicht wusste. So, ich war so, Alter, krass. Der hat mir Kompliment für eine Sache gemacht, wo ich selber dachte, die war scheiße. Weißt du, was ich meine? Deswegen hat das doppelt viel bedeutet. Es war nicht für so eine offensichtliche Sache, wo du sagst so, ey, Bro, du siehst gut aus oder du hast fetten Bizeps oder weißt du, ich meine, irgend so einen hohen Scheiß. Deswegen, das war hast schon... Hast du aber auch einen fetten Bizeps. Gefällt dir mein Bizeps? Willst du den haben? Man trainierst du eigentlich wieder. Wann? Wenn ich einen freien Kopf habe, Bro. Ja, ja, Training ist... Ich schlepp Training kannst du nicht mit Gedanken gehen, Bruder. Oder manche können auch mit Gedanken hingehen und abschalten, Bruder. Aber, Bro, bei mir ist so, mein Leben ist ein Chaos, weißt du? Ja. Mein Leben ist echt ein Chaos, Bruder. Es passiert immer wieder was. So, Bruder, mein Leben ist ein Chaos. Ist dumm gesagt so. Eigentlich ist mein Leben gar kein Chaos. Meine Emotionen und meine Gefühle, Bruder, und meine Gedanken zusammen sind ein Chaos. Das kann ich dir gar nicht beschreiben, Bruder. Es gibt Menschen, es gibt sehr, sehr, sehr wenige Menschen auf dieser Welt, die mich fühlen und verstehen. Ja. Sehr wenige. Aber Bro, nur ich lebe den Scheiß. Nur ich lebe den Scheiß. Ich lebe diesen Scheiß, Bruder. Ich habe einfach in mir selbst so, ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich habe so letzte Woche trainiert, diese Woche, was haben wir, nein, letzte Woche habe ich gar nicht trainiert, vorletzte Woche habe ich trainiert. Die letzten 2 Wochen habe ich trainiert gehabt davon. Und da habe ich extra mein Handy unten im Auto gelassen. Warum? Weil ich bin ein Mensch, wenn ich dann auf einmal im Training eine Nachricht bekomme, die meine Gedanken auf einmal zum Kochen bringt oder dies und das oder mich enttäuscht oder mich traurig macht oder dies. Ich kann nicht weiter trainieren. Ah, du reagierst sofort drauf. Ich kann nicht. Oder ich muss raus, ich muss weg, ich muss die Sache klären oder ich kann da nicht bleiben unter Menschen mit diesen Emotionen. So, weißt du, was ich meine? Ich kann da nicht, Alter, ich presse die Hand. Ich kann das nicht, Bruder. Andere kennen das. Andere denken sich, okay, komm, jetzt mache ich noch mehr. Ich kann das nicht. Ich bin so. Was machst du dann? Ich gehe dann erstmal raus, Bruder. Ich muss flüchten erstmal. Ich muss alleine sein. Ich muss erstmal in mein Auto. Ich muss wegfahren. Ich muss alleine sein. Ja. Krass, aber so habe ich dich auch kennengelernt. So, ich war nach der Sache. Ich war dann so erstmal, ich habe dir dann geschrieben auf Instagram. Dann habe ich aber Nachricht zurückgezogen, weil ich dachte, so, das kommt so übel asozial und arrogant, wenn ich jetzt so sage, Alter, ich habe jetzt erst gecheckt, wer du bist, bla bla bla. Und wollte eigentlich mich nur bedanken so für deine Herzlichkeit und so, weil du warst unnormal korrekt da. Vielen Dank. Also wirklich. Wirklich. Bro, ich war normal. Ja, ich sag nur, aber das ist, ich hab's halt in dem Moment gespürt. Du weißt, keiner weiß, was ich meine. Man kann bla bla machen, aber ich hab das wirklich so aufgefasst und gespürt und das hat mich auch wirklich berührt. Und
Danach hast du mir nochmal, dann habe ich das zurückgezogen, weil ich dachte, das kommt bei dir dann irgendwie dumm, wenn du dann denkst du irgendwie so, ah, der macht jetzt, schiebt jetzt irgendwie Filme oder so, du warst korrekt zu mir, jetzt kommt er mit so einer Kacke, dann dachtest du auch nicht, dass er das falsch versteht. Oh. Und dann hast du mich nochmal, nachdem Nico und ich diese Probleme hatten, Insolvenz, hast du da geschrieben, auch eine richtig nette Nachricht, so ey, dass du hilfst, wenn und so weiter, dass wir gerne was drehen können, dies und das. Safe. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen miteinander und ich habe dann so mich gefragt, Real Talk, wieso ist der Typ so schnell so korrekt? Das hat mich richtig, richtig überrascht. Bro, ich kann das dir nicht erklären, weil ich bin, wie ich bin. Ich bin einfach so. Das bin einfach ich. Manchmal sollte ich nicht so sein, in manchen gewissen Punkten. Aber ich bin so. Ich bin so geboren, Bruder. Das hat meine Mutter mir gegeben, Bruder. Ich bin das Spiegelbild von meiner Mutter, weißt du? Und ich bin so. Wenn ich irgendwas sehe, Bruder, was ich mag, und ich sehe etwas, wo ich helfen kann, dann möchte ich helfen, Bruder. Ich möchte helfen. Ich helfe. Weil ich war am Anfang halt so, guck mal, ohne auch so was zurückzuverlangen, so, weißt du, was ich meine? Guck mal, das ist das, was immer gesagt wird. Und ich war so am Anfang so, warum ist der so nett zu mir? Ich war so, okay, ich war höflich zu dem. Ich gebe dem keinen Anlass, der kann von mir nicht großartig irgendwas haben. Ich verstehe es nicht. Ich bin ein paranoider Typ da gewesen. Ich war so, der ist extra korrekt, warum ist der so korrekt? Dann waren wir noch bei dir, du hast uns eingeladen nach Frankfurt, ich bin mit Nico vorbeigekommen. Und dann auf einmal Nico sagt, ey Bro, Fahrrad geil, dies, das, ich habe bald keinen Führerschein mehr. Du, Bruder, hier 2000 Euro Fahrrad, nimm mit. 1000 Euro Fahrrad. Dann 1000 Euro Fahrrad. Dann sind wir dort, irgendwie Homie von mir sagt, ey, die Shisha ist schon krass und so. Du fängst an, die Shisha auseinanderzuschrauben, bis sie uns einpacken, dass wir die mitnehmen und so. Und so Kleinigkeiten, wo ich so war, der Typ ist krass korrekt, aber warum ist es so? Ich war so richtig so, hä? Wo aber ist Bro, Nico hat das Fahrrad so 20 Minuten lang angeguckt. Und er ist immer wieder aufgestanden, wenn es zum Fahrrad gegangen ist. Und ich hab gesagt, Bruder, nimm's mit, Alter. Weißt du, was ich meine? Ja? Dir gefällt's, Bruder. Weil du guckst das Ding 10-mal an. Nimm das doch mit. Scheiß auf Fahrrad, Bro. So. Shisha, Bruder, ich produziere Shishas. Ich hab ein Lager voll mit 1000 Shishas, Bruder. Was ist, nimm, Bruder, wenn es dich glücklich macht, nimm. Weißt du, was ich meine? Bruder, meine Uhr oder mein Auto, wenn ich das geben, weißt du, was ich meine? Ich habe angefangen, Jokes zu machen, so, Bruder, wenn ich zu Nimo sage, hier, deine Unterhose ist geil, dass du uns deine Unterhose ausziehst, sag, Bruder. Willst du haben? Willst du, Bruder? Nein, aber ich kenne sowas nicht, also verstehst du? Bruder, viele kennen das nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Viele kennen das nicht, weißt du? Ich kenne das auch nicht von jemand anders. Ja? Ich kenne das nur von meiner eigenen Mutter. Von niemand anders. Ich habe das nirgendwo gelernt so. Ich bin damit geboren. Ja? Weißt du, was ich meine? Ich bin einfach damit geboren, Bro. Ich bin nicht mit meiner Mom aufgewachsen. Oder dass ich sage, ich habe das immer bei meiner Mom gesehen. Ich habe das zwar bei meiner Mom gesehen, wenn ich bei ihr zu Besuch war oder hin und wieder, ist das. Aber du wirst damit geboren. Du wirst mit Eigenschaften geboren. Weißt du? Ja. Jetzt frage ich mal dich was, Bruder. Ja. Weil, okay, wir sind hier, dass du mich interviewst, aber ich frage dich mal was. Ja. Wenn ich du wäre, nein, ich mache jetzt YouTube-Videos, okay? Und du hast 3 Videos von mir gesehen, von mir und meinem Partner. Und das 4. Video, was du von mir siehst, ist ein Statement, dass irgendjemand dich gefickt hat und dass du jetzt insolvent bist. Dass du aber trotzdem weitermachst, dass du nach dir und deinen Mitarbeitern schaust, dass sie trotzdem alle zusammenhält. Und was würdest du da machen, nachdem wir schon mal so uns gesehen haben? Würdest du es einfach ignorieren? Würdest du denken, ach scheiße, wie würdest du reagieren? Sag mir mal ehrlich. Ohne jetzt viel darüber nachzudenken, direkt das Erste, was in deinen Kopf kommt. Ja, wahrscheinlich schon ähnlich wie du, ja. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber es ist nicht selbstverständlich, verstehst du? Es ist nicht selbstverständlich. Aber so sollte die Welt sein. So sollte die Welt sein, Bro. So sollte die ganze verdammte Welt sein. Das kommt gerade so richtig, Nimo ist jetzt hier, weil er Mitleid hat mit euch. Wallah, Billa, nein, ich schwör's dir, Bruder. Nein, ich schwör's dir auf alles. Nein. Bruder, ich will nicht jetzt sagen, ich bin der übel krasseste Mensch, ich bin der netteste oder so, gell? Aber stell dir vor, die ganze Welt wäre so. Wenn es jemand scheiße geht, jemand sieht es, der will direkt helfen. Ja? Würde es dann Probleme geben? Würde es Krieg geben, so, Bruder? Okay, Krieg und so gibt's ja wegen was ganz anderem, Bruder. Wegen Macht, wegen Geld, wegen Waffen, wegen dies und das, bla 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 bla. Ja. Aber so in unserem Leben, das ist diese Welt, die wir haben, so. Scheiß auf Panzer, scheiß auf Waffen, scheiß auf Banken, scheiß auf alles Mögliche. Ich meine, unsere Welt. Du siehst jemanden, ihm geht's scheiße, Bruder, du gehst dorthin. Ohne so auf dein Ego zu achten. Ja. Ach was, warum sollte ich? Ach was, warum siehst du das? Oder in manchen Situationen ist meine Eigenschaft auch richtig scheiße.
Wo? Wo? Oh mein Gott, ich werde jetzt so viel reden. Aber das sind so private Sachen. Wo? Bro. Scheiße, Mann. Wo? Fuck. Weil ich habe mir gedacht, so ein herzensguter Typ. Und am Anfang war ich so, ist das aufgesetzt, ist das fake, ist das echt? Dann habe ich gesehen, fuck, das ist echt. Dann habe ich es immer öfter und öfter gesehen. Dann habe ich gedacht, Digga, wenn du an den falschen Typen kommst. Es gibt in meinem Leben auf jeden Fall, Bruder, Momente, wo es nicht gut ist. Scheiß drauf. Es gibt es auf jeden Fall. Und es wird es immer wieder geben. Und ich werde mich nicht ändern. Man braucht nur den richtigen Partner. Das ist stark. Weißt du, man braucht nur den richtigen Partner, den richtigen Freund, den richtigen Kreis. Kreis ist auch falsch, Bruder. Es, auf dieser ganzen Welt, Bruder, versteht dich meistens immer nur deine Mutter. Weißt du, weil deine Mutter liebt dich anders wie alle anderen, Bruder. Deine Mutter gibt dir alles und will nichts, außer geliebt zu werden. Ja, Mann. Nichts anderes, Bruder. Sie will nur geliebt werden. Oder respektiert werden. Weißt du, das ist ja auch mit Liebe. Aber Bro, irgendwann, Gott bewahre, unsere Mütter werden gehen. Dann brauchst du diese eine Person, es wird dann deine Frau sein. Dein bester Freund, dein Partner, wie auch immer so. Und diese Person muss die richtige sein, die diese Eigenschaft von dir schützt. Die dich schützt vor Gefahren, die dich schützt vor falschen Schritten. So, weißt du? Oder dein Bro, der bedienungslos mit dir ist. Der nicht mit dir ist, weil du ein krasses Büro hast, Bruder. Weil du einen krassen Schlitten fährst, weil du eine krasse Uhr fährst, weil du einen blauen Haken hast, weil du dies hast, weil du das hast. Sondern weil er mit dir ist, weil er dich mag, Bruder. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass er seit Tag 1 mit dir ist. Es muss nicht ein Kindheitsfreund sein, Bro. Es muss nicht ein Kindheitsfreund sein. Du kannst ihn irgendwann in deinem Leben kennenlernen. Dieser Mensch wird kommen. Du musst, deine Augen müssen offen sein und du musst diese Chance akzeptieren. Du musst sehen, dass es von Gott ist. So. Es ist, Bruder, es ist ein, diese Eigenschaft, die ich habe, ist ein Segen und ein Fluch zugleich, so, weißt du? Es ist ein Segen und ein Fluch zugleich. Nur mit der richtigen Person an deiner Seite kann es ein Segen sein, so. Ein richtiger Segen. Hast du die Leute, die das schätzen? Ja. War das nicht so offensichtlich? Leute, ist falsch, Bruder. Leute, ist falsch gesagt. Leute hört sich so voll groß an. Leute hört, ist ein Wort, was für mich so voll groß anhört, Bruder. Was dann? Hm? Wie würdest du es dann nennen? Meine Engel, Bruder. Wir sind dann Mom. Engel. Wir brauchen nicht über die Leute sprechen, die scheiße sind. Nein, zwei andere Personen. Ein, zwei andere Engel. Weil ich habe das gesehen auch in deinem... Aber der Rest, Bruder, ist so... Oder jeder ist dankbar, wenn du ihm hilfst. Ja. Jeder freut sich, wenn du ihm hilfst. Aber wer sieht das dahinter? Weißt du, was ich meine? Bro, ich kann euch allen jetzt hier irgendwas kaufen. Jeder wird sich freuen. Jeder wird sagen, wow, cooler Typ, Alter. Nice Aktion. Vielleicht werden zwei davon oder drei oder alle davon danach sagen, Alter, was ein Trottel, Alter, der ist einfach hier reingekommen, hat uns Geschenke gemacht. Vielleicht wird einer von diesen Leuten dann sagen, Alter, wenn ich immer weiter zu dem nett bin, wird der mir immer mehr geben. Vielleicht werden mich Leute deswegen mögen, weißt du? Ja. Aber einer wird vielleicht kommen und sagen, ey, Bro, das ist sehr nett von dir und so, aber mach das nicht. Weißt du, ich meine, einmal okay, aber hör auf. Hast du es oft gemacht? Ich mache es oft. Ich mache es oft. Das. Nein, weil das. Ich habe es sehr oft gemacht, ja. Das kann ich mir vorstellen, weil ich gucke mir das dann so an und ich denke mir so, Alter, das ist so ein korrekter Typ. Und es gibt Leute, die wissen das zu schätzen, aber das sind einfach weniger Menschen. Weil, guck mal, man muss auch hier über Umstände reden. Früher, ich will jetzt gar nicht so deine Knast-Story und so breit reden. Weißt du, was ich meine? Weil du hast das tausendmal gesagt, wenn du drüber reden willst, rede gerne drüber. Ich höre dir gerne zu. Wir können über alles reden. Weißt du, was ich meine? Ich sag dir offen und ehrlich, gell? Wir können über alles, 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 alles reden, Bruder. Okay. Alles. Das fand ich krass. Weißt du? Ich hab alles. Ich hab ihn for real angerufen am Telefon und hab ihn gefragt, so, ey, gibt's dies, das, jenes, bla, bla. Und er hat gesagt,
red alles, schneide nichts, wir reden, wenn irgendwas nicht passt, dann sage ich es, aber es gibt nichts, was nicht passt. Und ich war dann so, also Respekt, weil ich frage das jeden Gast, der hier ist, weil ich will niemanden hier... Ist auch sehr respektvoll von dir, weißt du, was ich meine? Ich will dir nichts aus dem Arsch ziehen, weißt du, was ich meine? Ich will keine Schlagzeilen, ich will keine Beefs, ich will mit dir einfach mich unterhalten. Du kannst mich fragen, was du willst, Bruder. Du kannst mich fragen, was du willst, weil nicht nur du. Welche Kamera sieht mich? Jeder da draußen, der mich sieht, soll mich nicht nur nach einem Foto fragen. Er kann mich fragen, was er will. Unangenehm, angenehm, Kompliment, Kritik, egal was. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch. Wenn einem etwas nicht passt, darf er es respektvoll sagen. Ja. Kritik. Wenn er etwas, wenn ich jetzt sage, ey du Tim, das und das und das, würde ich an deiner Stelle vielleicht anders machen, aber auf eine respektvolle Art. Ja, Mann. Nicht, Alter, du Fisch, warum machst du das? Nicht du, Alter, voll der Schmock, der macht so. Ey, Bro, ich würde das und das ist vielleicht nicht so gut. Meiner Meinung nach, das kannst du jemandem zu Herzen legen. Und dadurch kann jemand vielleicht besser werden. Hast du das mal, dass jemand dich so dumm auf Straße angemacht hat, oder ist das immer entspannt mit Fans? Bro, ist das eigentlich entspannt, Bruder. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich sag dir ehrlich, diesen Hate gibt's nur im Internet. Ja, ist bei mir Hate, auch so. Diesen Hate gibt's nur anders. Im Internet, Bruder. Aber das ist doch easy im Internet. Weißt du? Ja, das ist easy. Das ist so ein paar Tastendrücken und so. Weißt du, was ich meine? Ich will nicht sagen, Bruder, dass keiner den Mut hat, dir draußen was zu sagen. Aber nee, das soll nachdem, jetzt auch nicht nachdem jemand dich gesehen hat, redet er bestimmt. Ja. Aber mit mir keiner. Nee, mit mir auch nicht. Also ich habe ein, zwei Mal so Hater getroffen und dann war das halt so dumme Scheiße, die reden. Aber das ist jetzt so, ne, schreien dann irgendwie Hurensohn oder Bastard. Das war zweimal, ist das passiert. Echt? Dann habe ich gesagt, komm her. Aber guck mal, man muss das jetzt auch nicht provozieren. So, ne? Es gibt Wichser, wenn man respektvoll ist, auch da, man kann alles fragen. Meine aber Frage Bro, ist selbst aber, da, ja, wenn das jemand sagt, ja, so, ich kann jetzt nicht so darüber reden, sehr, gell, wenn ich jetzt draußen jemand so... Nee, weil du provozierst so betiteln würde, gell? Ja. Aber warum soll ich dann zurückgehen, auf sein Level herabgehen, Bruder, und dann mit ihm kämpfen oder mit ihm diskutieren und streiten, Bruder? Was habe ich am Ende davon? Yes. Was habe ich am Ende davon? Wir schlagen uns, okay, Bruder. Einer von beiden muss gewinnen, Bruder. Es kann nicht sein, weißt du, einer von beiden muss gewinnen. Beide verlieren. Das genau. Also in diesem Dinger oder in diesem Dinger, einer wird mundtot gemacht oder einer wird geschlagen, aber beide sind Verlierer. Warum, Bruder? Weil sie sich an einem schönen Tag oder an einem normalen Tag in ihrem Leben gestritten oder gekämpft haben. Für was? Für ein Wort, Bruder? Für Neid? Für was? Ja. Warum? Digga, absolut. Bruder, einer von beiden, der Verlierer, wird es sein Leben lang nicht vergessen, alle. Ja, ja. Und daraus wird mehr Hass und mehr, weißt du, was ich meine? Oder man wird danach befreundet. Das gibt's auch oft. Man kämpft und dann ist man, aber Bruder, das gibt's selten. Weißt du, was ich meine? So, scheiß drauf. Selbst wenn jemand dich beleidigt, so, gell? Dann lachst du innerlich, denkst du, ja. Auch wenn es so arrogant klingt, so. Digga, scheiß drauf. Der Arme. Weißt du, was ich meine? Der Arme, Digga. Da hat mein Opa mir eine schöne Geschichte erzählt. Der war damals Direktor von so einem Hotel in Montenegro. Und dann mussten die Leute kündigen und der war halt Direktor und der wusste nicht, dass die seine gekündigt worden ist. Läuft rein, der war besoffen und hat ihn, Milos hieß mein Opa, hat gesagt, Milos, du Hurensohn, ich fick deine Mutter, dies und das und so. Mein Opa ist dann hin, hat sich hingesetzt zu dem, hat ihn angelächelt, hat ihm gesagt, Jelena heißt meine Mutter. Und hat ihm dann zu trinken ausgegeben, sich seine Sorgen da angehört und hat überhaupt sich nicht gestritten. Der war so ein immer großer Pazifist und war jetzt nie so, wollte sich da nie beefen und streiten. Und das war für mich immer so eine sehr schöne Sache. Wenn jemand mich Hurensohn nennt, dann sage ich ihm, wie meine Mutter heißt. Und versuche, mich zu entspannen, weil ich war früher, ich wäre da sehr aggressiv gewesen. Wenn jemand meine Mutter beleidigt, dann weißt du, erst der Instinkt ist, sie will den töten. Also zusammenschlagen, weißt du, was ich meine. Und das führt zu nichts Gutem. Deswegen, ja, aber ich bin abgekommen von meiner eigentlichen Frage. Ich wollte dich fragen, guck mal, du sagst, weil ich spüre diese Herzlichkeit, aber ich gucke jetzt in deine Vergangenheit und sag, du hattest Situationen früher, wo du nicht die Mittel hattest. Mhm. Du konntest nicht, weißt du, ich meine, wenn du Hunger hast, dann kannst du nicht großzügig sein. Mhm. Vielleicht an ein paar Stellen. Das ist gut gesagt, Mann. Weißt du, was ich meine? Von was? Das kannst du gar nicht großzügig sein, ja. Weil du kannst dich um dich selber kümmern. Wie willst du dich um andere kümmern? Ja. Und das war eine Zeit, wo du vielleicht auch nicht selber wusstest, wie du dich um dich selbst kümmerst. Und eine Art und Weise, um sich selbst sich zu kümmern, war, von anderen Leuten zu nehmen. Ob es jetzt wegen Drogen ist oder und so weiter und so fort. Mhm. Denkst du, da kommt auch viel aus der Zeit, dass du sagst, so, du willst wieder gut machen? Oder? Ja.
Oder dass es, oder wie siehst du das? Oder warst du da nicht du selbst? Oder? Meinst du jetzt auf mein heutiges Ich, das ich damals bekommen habe? Heute, damals alles. Nee, Bro, damals war ja so, wir waren, du bist ja nie so zu zweit, zu dritt so. Und nicht immer einer hat was gegeben. So, weißt du, ich meine, das ist so, Bruder, ihr seid alle auf der Jagd. Ja. Deine Gruppe ist auf der Jagd. Weißt du, was ich meine? Möglichkeiten ergeben sich so. Erklär mal die Sache ganz kurz. Wofür wurdest du gefickt dann? Also wofür bist du da, was genau hast du da gemacht, wo du in den Knast gekommen bist für? Ich? Das habe ich nie gecheckt. Ich habe geguckt, ich habe es nicht so ganz... Für räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung. Was habt ihr da gemacht? Also wenn man das, wenn das jetzt so okay ist, dich da zu fragen? Scheiße gebaut. Erklär mir das mal. Wie war da, wie alt warst du? Was war das für eine Entscheidung? Frag einen Rapper. Hast du das dort erzählt? Nein, ich war da nicht. Bro, wir haben Scheiße gebaut einfach. Wir haben uns geschlagen, wir haben ein paar Leute abgezockt. Es tut mir auch alles leid. Aber es gibt nichts, wo ich heute, es tut mir nicht so sehr leid, weil es hat keiner so einen Schaden davon, dass er heute nicht, heute noch daran denkt oder weiß ich mal, dass er sagt, Alter, ich habe eine Narbe da und jedes Mal, wenn ich das sehe, der hat das getan oder Mann, mir fehlt das und das, seitdem er es mir weggenommen hat. Bruder, das waren Peanuts. Peanuts. Weißt du, was ich meine? Ja. Peanuts. Was habt ihr da geklaut oder was war das? Wo war das? Bruder, das war ein Junge, den haben wir jeden Morgen gerippt, wenn er zur Schule gegangen ist. Und das war nicht mal richtig rippen, so. Das war. Ach so. Und es waren noch ein, zwei andere Sachen so. Und. Wir haben uns halt geschlagen, Bruder. Wir sind halt jung gewesen. Dafür sollte man kein Kind in den Knast schicken, so. Weißt du? Was bringt es dann, Bruder? Was bringt es dir, wenn du einen Jugendlichen in den Knast schickst, weil er sich ein, zwei Mal... Bruder, okay, man sollte sich nicht schlagen. Okay, alles klar, Bruder. Weißt du, ich meine? Aber ich habe doch niemanden ins Koma geschlagen. Oder ich habe doch niemanden getötet oder so. Weißt du, ich meine? Was habe ich im Knast überhaupt verloren, Bruder? So, weißt du, ich meine? Digga, das fickt dich übel. Für was, Alter? Für was? Was 16, 17, ne? Ich war 15, ich bin im Knast 16 geworden. Ich bin rausgekommen mit 16. Ich bin wieder reingekommen mit 16. Ich bin im Knast 17 geworden. Ich bin rausgekommen mit 17. Digga, das ist... So. Bro, das ist... Ich sag dir, warum ich im Knast war. Ja? Ich sag dir den wahren Grund. Ja? Weil ich in Baden-Württemberg gelebt habe. In allen anderen Bundesländern wäre ich nie in den Knast gekommen. Ich hätte Bewährung bekommen und fertig. Ich lebe in Frankfurt seit 5 Jahren, Bruder. Das ist krass. Was Leute jeden Tag machen. Ich schwör's dir. Kilos, Milos, dies, das, Waffe, zu Hause, bam, bam, dim, 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 dim. Die Leute sind auf Bewährung draußen und rauchen Pfeife, Bruder. Weißt du, was ich meine? Was ich jetzt gar nicht gut reden will, so, aber Bro, hier ist Baden-Württemberg. Und noch schlimmer als hier ist Bayern. Ich war ein, zwei Mal im Ausland, in 2, 3 Ländern. Ich habe Leute getroffen, die haben mir gesagt, Bruder, ich bin wegen 100 Gramm abgeschoben worden. 100 Gramm Gras? Krass. Wer ist Bayern? Den Monat mich verarschen. 100 Gramm, Digga, ist 2 Monate rauchen. Weißt du, was eine Abschiebung ist, Bruder? Weißt du, was das bedeutet? Ja. Weißt du, was ist, wenn deine Eltern, deine Familie hier ist und du bist dort? Und Digga, ich muss auch schon. Du warst dort nur 3, 4 Mal im Urlaub höchstens. Ich war noch nie in meiner Heimat. Ja? Ich habe einen deutschen Pass, weißt du? Ich nicht. Okay, aber stell dir mal vor, ich würde abgeschoben werden. Ich war dort noch nie in meinem ganzen Leben, Bruder. Auf einmal bin ich dort. Ich denke auf Deutsch, rede Deutsch, meine Freunde sind hier, meine Familie ist hier, mein Business ist hier, dies, das. Was soll ich dort machen, Bruder? Ich bin lost. Eine ganze Existenz ist komplett geändert. Aber wiederum, alles steht geschrieben. Digga, wenn ich mich nach Jugoslawien ausschiebe. Wenn irgendwas so sein sollte, dann sollte es so sein. Aber manchmal kämpfen Leute gegen das, was sie bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja. Sie haben eine Chance zu machen, was anderes so. Mein Appell an die Leute ist, Leute, wirklich, macht das, was ihr machen könnt. Jeder sollte seine Möglichkeiten nutzen, aber baut keine Scheiße, alle. Wirklich, baut keine Scheiße, weil im Endeffekt, guck mal, ich kann jetzt locker reden, weil ich habe einen lockeren Beruf. Ich gehe ins Studio, ich mache Musik, ich mache hier, dies, das.
Bei mir ist es so einfach, weißt du, ich meine, ich habe Patte. Aber andere Leute haben diese Möglichkeit nicht und gucken gerade vielleicht zu und denken sich, ja, du Spaß, für dich ist einfach, weil du Rapper bist, weil du Geld hast, weil das Geld bei dir einfach kommt, auf einmal die Batzen kommen, was sollen wir denn machen? Aber Digga, trotzdem, du hast eine Mutter, du hast einen Vater, du hast Geschwister und du hast jedes Mal das Risiko, das alles zu verlieren. Egal, ob es für ein Jahr ist, egal, ob es für 5 Jahre sind oder für 10 Jahre. Du hast das Risiko, das alles zu verlieren. Und das Glück dieser Menschen kaputt zu machen. Oder eine Träne von einer Mutter ist nicht das Gleiche wie ein Tropfen von Wasser, Bruder. Eine Träne wiegt viel, viel mehr, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich will mir nicht vorstellen, was für ein Moment war, als deine Mutter das gesehen hat. Hol mal eine Pipette, Bruder, mach mal das in das Wasser rein, tack, und mach einmal einen Tropfen hier auf den Tisch. Bruder, aber wenn deine Mutter eine Träne auf diesem Tisch meint, das ist was ganz anderes, Bruder. Eine Träne wiegt eine Tonne, Bro. Bruder, weißt du, was Kummer mit Frauen macht, Bruder? Krebs. Weißt du das, Bruder? Also, ich weiß, weißt du, wie du weißt, was Krebs ist, Bruder? Krebs ist Unzufriedenheit. Ja? Krebs ist, Bruder, Krebs ist Unzufriedenheit. Unglücklichkeit. Wenn du sehr liebst, sehr enttäuscht wirst, sehr hasst, weil du sehr liebst, sehr traurig bist, dann geht dein Körper von innen kaputt, Bro. Er geht von innen kaputt. Er frisst sich von innen auf. Das hängt stark miteinander zusammen. In deinem Kopf, in deiner Brust, in deinem dies, in deinem das, was weiß ich, Bruder. Die Leute sollen das nicht vergessen, bevor die Scheiße waren, Bro. Weißt du? Ja. Das Bro, ist wir sind Jungs. Wir kommen im Knast klar. Der eine mehr, der andere weniger. Jeder überlebt. Ein Bruder von mir hat mal einen Satz gesagt. Alles ist vergänglich, auch lebenslänglich. Weil lebenslänglich sind ja nur 15 Jahre. Weißt du? Nur. Ja, yeah, vergangen mit deinem ganzen Leben. Ja. Im Vergleich mit deinem ganzen Leben. Was du hast. Ja. Bruder, nur habe ich jetzt gerade gesagt, weil ich weiß. Lebenslänglich und da kommen 15 Jahre. Ja, ist nichts. Ich meine, das ist auch lächerlich. Das ist lächerlich, ja. Pädophiler Bastard, der irgendjemand seine Tochter fickt, irgendjemand seine Tochter entführt. Der kriegt Bewährung. Selbst wenn er LL bekommt, Bruder, selbst wenn er LL bekommt, lebenslänglich bekommt er nur 15 Jahre. Jemand, der jemanden sein Leben nimmt, bekommt nur 15 Jahre, Bruder. Verstehst du? Deswegen nur. Damit die Leute den Kontext hinter diesem nur verstehen, Bruder. Damit die diesen. Aber Bro, das ist nicht rückgängig. In Trauer deiner Mutter, deiner Familie, deiner Frau. Oder es gibt ja nicht nur Jugendliche, die Scheiße bauen, oder es gibt ja auch verheiratete Männer oder Leute, die Kinder haben und so. Weißt du, mein? Ja. Dann gehen die in den Knast. Die Frau braucht einen Mann, Bruder. Die Frau braucht einen Mann. Ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen Männer brauchen, aber eine Frau, die Kinder hat, ein Kind hat, einen Ehemann oder einen Freund hat, einen Partner hat, die braucht ihren Mann. Die braucht diese Liebe, die braucht die Wärme, die braucht vielleicht, ich weiß nicht, wie es in dem Haushalt ist, aber meistens auch die finanzielle Unterstützung. Weil sie sich zu Hause um das Kind kümmert oder wie auch immer. Und das ist auf einmal weg. Das Kind fragt, wo ist Papa? Verstehst du? Und alles nur für was, Bruder? Alles nur für was? Für Geld? Für Macht? Für einen Ruf auf der Straße? Das kannst du auch anders haben, Bruder. Du kannst einen guten Ruf auf der Straße haben, wenn du ein guter Mann bist, wenn du ein guter Mensch bist. Weißt du, was ich meine? Ja. Bro, hab so viel Geld, wie du willst, gell? Wenn du tot bist, wird keiner sagen, Alter, da war mal ein Mann, der war übel reich. Aber wenn du ein guter Mann bist, Bruder, wird man immer über dich reden. Man wird dich nie vergessen. Wenn du gute Taten machst, man wird immer über dich reden. Immer, immer, immer wieder. Aber ich hatte das Gefühl, du hast früher da auch zum Beispiel bei diesem mit den guten Taten ein bisschen anders drüber gedacht, als, keine Ahnung, sowas wie Patte oder so. Auch so wie Hafti zum Beispiel darüber geredet hat, so, ey, wer ist der beste Rapper Deutschlands? Bushido, weil der hat am meisten Cash gemacht. Weißt du, was ich meine? Also da ist schon auch so eine Entwicklung bei dir, dass du das anders einordnest. Ja. Guck mal, du musst auch so sehen, bei Patte habe ich das gesagt, der Beste ist der, aber der am besten Track, verdient. Aber auch guter Track, by the way. Dankeschön, Bruder. Also weil ich das der fühle. Der Beste ist der, der am besten verdient. Und dann hast du es auch gut gesagt, Haftbefehl, weil meine Inspiration, mein Idol, mein Held war damals Haftbefehl. Ich habe damals zu Haftbefehl so hochgeschaut. By the way, Respekt an Haftbefehl. Liebe Grüße gehen raus an ihn, an seine Familie. Ja, der hat krasse Sachen gemacht, Alter.
er hat eine ganze Generation geprägt. Er hat das Land verändert. Ja, hat er. Weißt hat du, er, wer, hat das er, verleugnet, wer das verleugnet, ist ein Neider oder ein Hater, ein Kritiker oder kennt diese Zeit gar nicht. Ich kenne sie. Er ist gekommen und hat unsere Sprache verändert. Ja. Ja. Er ist gekommen und hat eine ganze Sprache verändert, Bro. Ich komme von hier, ich habe das alles mitbekommen. Ich bin von der Generation. Ey, ich... So, und meine Intention in der Patte, wo ich gesagt habe, der Beste ist der, der am besten verdient, weil ich auf einmal selbst in Hafti seinen Umkreis war, weil Hafti mein Idol ist, weil ich selber die Chance habe und ich habe diesen Satz dann gefühlt, der Beste ist der, der am besten verdient. Ja. Und das kam von Hafti so. Und das steckt an, ja. Der Beste ist aber nicht der, der am besten verdient, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Der Beste ist nicht der, der am besten verdient. Der Beste ist der mit dem reinsten Herz, der gerade ausläuft, Bruder. Der Mustarim gerade ausläuft. Tack. Verstehst du, was ich meine? Der, wenn er Ungerechtigkeit sieht, der seinen Mund aufmacht, nicht sein Handy auspackt und filmt, Bruder. Und danach später das rumschickt und Leute reden über dieses Video. Verstehst du, was ich meine? Der Beste ist der, der die besten Taten macht, Bruder. Aber ja, wenn du Wut hast, ja. Gell, wenn du Wut hast, egal aus welchem Grund, und du fängst an, mich zu beleidigen und du willst Streit, der ruhig bleibt, Bruder. Der ruhig bleibt. Versuch ruhig zu bleiben. Versuch diesem Ding aus dem Weg zu gehen. Dann bist du der Beste, Bro. Wenn du nach deiner Mutter, nach deinem Vater und nach deiner Familie schaust, dann bist du der Beste, Bro. Scheiß auf Geld, Bruder, scheiß auf Geld. Dieses Geld gehört uns nicht. Bruder, egal wie viel wir haben, das Finanzamt will alles von uns wegnehmen. Scheiß doch drauf. Weißt du, was ich meine? Egal wie viel wir haben, die wollen das uns wegnehmen, Bro. Das ist doch nicht mal unseres. Deswegen versucht doch jeder über links, rechts hier. Nein, ich mach dort ein bisschen schwarz. Bababababab. Scheiß auf Geld, Bruder. Ich schwör's dir. Aber ich finde, guck mal, da... Der Beste ist auf jeden Fall nicht der, der am besten verdient. Willst du was trinken? Ja, ich, natürlich werde ich was trinken. Wieso bist du mein Becher? Der Beste ist nicht der, der am besten verdient, Bruder. Aber guck mal, ich finde das auch gar nicht schlimm, ne? weil so eine Komponente, dass überhaupt jemand zuhört, ist, in dieser Gesellschaft Geld zu verdienen und auch so eine Macht zu erlangen über das Geld, die halt ist, so wie es ist. Du brauchst als Rapper Follower, du musst dieses Spiel mitspielen, damit man dir auch zuhört. Das ist teilweise ja das Ekelhafte. Ein bisschen. Das ist ja das Ekelhafte. Es ist aber nicht alles. Das ist ja das Ekelhafte. Es ist aber so. Verstehst du, was ich meine? Guck mal, AP hat einen schönen Slogan. Man muss sich schön verkaufen können, Bruder. Man muss einen geilen Promoplan machen können. Was ist das alles, aber Bruder? Guck mal, ich finde, AP hat einen schönen Slogan, weil der beschreibt genau dieses Problem. AP, Audemars Piguet. Ja. Die sagen, um die Regeln zu brechen, musst du sie beherrschen. Und das ist das Spiel, was gespielt wird. Sonst bist du ein Träumer, der hier nicht mitspielen kann bei dem ganzen Ding. Ich verstehe dich, ich fühle das ganz genau, was du sagst. Und ich sehe dich genau. Um die Regeln zu brechen, musst du sie beherrschen. Ja. Ja, Bruder, das ist ja... Wenn du mir das sagst, offen und ehrlich, wir reden jetzt, ja? Bruder, dann denke ich direkt an Gesetze und Steuern. Und wer die austricksen will, muss sie kennen. Und da gibt es auch Wege, um die auszutricksen. So kann man das auch sehen. Ja, das ist das, was sie daran... Denke ich sofort, Bruder. Guck mal, weil, Bruder, wer kann denn... Wer... Diese ganzen super, super Reichen, diese ganz krassen, die ist das, Bruder, die kennen Wege, wie sie ihr Geld nicht abgeben müssen. Oder die haben Leute, die wissen, wie man dieses Geld nicht abgeben muss. Ja. Dieser Ex-Milliardär, Bruder. Wollte gerade sagen, frag keinen Milliardär. Der kannte dieses System. Deswegen hat er das Ding. Er kannte das. Verstehst du, wenn du das System nicht kennst, kannst du nicht so erfolgreich werden. Ich habe mich auch mit dem unterhalten und ich bin selber so einer, der sehr so, weißt du, denkt so, hey, so schlimm ist es alles gar nicht, bla bla. Ich habe mich mit dem unterhalten und mir das dann auch, ne, auch neben der Kamera, und ich war wirklich verblüfft, was da abgeht. Ja, also wirklich sehr verblüfft. Sehr verblüfft. Der hat es sehr, sehr, sehr ordentlich und detailreich so erklären können. Aber was ich bei dir meine, ja, ist, das wollte ich auch gerade fragen. Wie meinst du bei mir, Alter? Guck, pass auf. Ich denke so gerade wieder an Steuern und so. Ich denke, nein. Nimo gehört Bank. Ich bin Banker. Roche-Beaubois. Mit Justin Roche-Beaubois Livestream. Roche-Beaubois, ja, Mann. Cops. Nee, guck mal, was ich meine ist, du hast in demselben Album auch, weil ich habe mir das alles angehört. Guck mal, ich bin auch, um auf das Thema Musik sprechen zu kommen, vielleicht ein bisschen abrupter Abstieg, Frage, aber. Guck mal, ich habe mir deine Musik angehört und ich war auch da bei Kiki beeindruckt. Zum Beispiel, warum hasst ihr mich? Das war krass reflektiert, der Track. Der war sehr reflektiert, weil du einerseits sagst, ich bin nicht schuld dafür, ich fühle mich aber schlecht, weil es sagt, aber mein erster Instinkt ist, verpisst euch mit eurem Scheiß, ich bin nicht der Grund, warum eure Kinder kiffen. Ja. Aber auf der anderen Seite fragst du dich trotzdem, wenn du nachts schlafen gehst, bin ich vielleicht doch? Ja. Was ist es?
Und so wie du das ausdrückst, Digga. Und Bro, das ist ein Song. Aber dieses Gefühl habe ich tagtäglich so. Aber das ist krass, wie du das auf den Punkt bringst. Und die Leute verstehen das nicht. Ich lebe mit diesem Gefühl, Bro. Ich singe nicht ein Lied darüber. Ich lebe dieses, mit diesem Gefühl jeden Tag, Alter. Aber ich höre den Track und ich glaube dir das. Verstehst du? Ja, danke schön, Bruder. Aber Bruder, das ist so. Ich mache Musik nicht, damit mir jemand glaubt. Ich mache Musik, weil es mein einziger Weg ist, Bruder, diesen Scheiß irgendwie in mir selbst zu verarbeiten. Verstehst du? Verstehst du das, Bruder? Ja, ich bräuchte eine Stunde, um das jemandem zu erklären. Was habe ich dir vorhin, gestern, als wir telefoniert haben, Bruder, hast du mir ein bisschen über deine Vergangenheit erzählt. Ja. Und dann habe ich dir gesagt, aber das erste Mal zu Hause hast du dich im Fitness gefühlt, ne? Ja. Und du hast gesagt, ja. Ja. Weil du dort für dich alleine dein Ding verarbeiten konntest. Ja. Weißt du, was ich meine? Bruder, für mich ist es so mit der Musik so, weißt du? So, ich sag dir ehrlich, Bruder, seit einer Woche mache ich auch gar keine Musik. Ich bin eigentlich jeden Tag im Studio. Aber ich muss mal anfangen, meine Sachen so zu regeln, Bruder. Weißt du, nicht nur Songs darüber zu machen, Bruder. Man muss auch. Oder ich weiß nicht, wie ich dir sagen soll. Das ist echt schwer zu beschreiben. Nicht, dass ich es nicht sagen will. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Bro, so zurück zu, warum hast du mich? Auf jeden Fall. Das ist so scheiße, Bruder. Und ich glaube, Bruder, das hat auch nicht jeder, weil nicht jeder hat dieses Herz wie ich. Ich will nicht sagen, dass die anderen schlecht sind oder dass sie schlechter sind oder besser sind. Ich bin einfach, wie ich bin, weißt du? Und ich habe gesagt, es ist ein Segen und ein Fluch. Und es ist einfach, Bruder, ich bin im Internet groß geworden. Ja. Man hat einfach alles so. Man erwartet von einem Künstler oder von einem Rapper oder dies und das immer, dass er perfekt ist. Oder man erwartet einfach das, was man von sich selber denkt, das ist gut. Dabei, Bruder, ich bin ein Kind, Bruder, ja. Ich werde langsam ein Mann. Aber Bruder, da war ich ein Kind, Bruder. Und man hat einem Kind solche Vorwürfe gemacht, Bro. Du machst einem Kind einen Vorwurf, dass sein Kind wegen dir Drogen nimmt, Alter. Digga, ich bin doch selber ein Kind. Es tut mir doch leid. Ich will es doch gar nicht. Ich wollte doch nur 2-3 Joints rauchen, Bruder. Was kann ich dafür? Ich mache Musik, okay. Weißt du, wie viele Leute Heroin verkaufen, darüber redet keiner, weil keiner die sieht und keiner die kennt. Man redet aber über den Junkie auf der Straße, der sich Heroin spritzt. Ja. Warum? Weil du den siehst. Weil du siehst, wie er sich die Heronadel gibt und so liegt, Bruder. Wieso redet keiner über den Typ, der Dinger tonnenweise Heroin verkauft, Alter? Weil ihn keiner sieht. Aber was denkst du da? Was denkst du, welche Rolle spielen so Drogen in deinem kreativen Prozess? Weil das ist auch so eine. Du sagst, guck mal, also nicht du, sondern ich persönlich. Ich habe auch gekifft, ich habe auch Drogen genommen. Ich verstehe die Faszination dahinter. Das gibt einem was. Aber es nimmt einem auch sehr viel. Und ich persönlich bin auch ein kreativer Typ. Ich lebe meine Kopfkinos, Digga. Ich habe auf dem Flohmarkt, ich habe alles vercheckt von mir auf dem Flohmarkt, damit ich für 20 Euro zum CD-Laden gehen kann und mir Eminem-CDs kaufen kann. Krass. Und jedes Mal, wenn ich mir ein Album geholt habe auf meinem CD-Player, Digga, krass. Ich war, weißt du, was ich meine? Wenn ich in Jugoslawien war und dann nicht gebrannte CDs für 2-3 Euro kaufen konnte, ich war so, was, Digga, ich kann 50 Cent alles kaufen, Mann. So, weißt du, was ich meine? Ich war so, Digga, und dann, also so, ich habe immer Musik gelebt, ich habe immer so rumgewippt wie ein Psycho, meine Kopfkinos gehabt und so. Ich habe das geliebt. Musik ist, ich liebe es, Sachen auszudrücken, aber Musik ist so, das ist ein anderes Universum. Das ist einfach unbeschreiblich teilweise, wie schön das ist, was Leute da machen. Ich respektiere Rap so krass, weil ich bin. Es war zwar Eminem, 50 Cent und nicht so krass viel Deutschrap, aber ich bin damit aufgewachsen. Und ich habe es auch bei Eminem gemerkt als Kind. Ich habe gemerkt als Kind, wenn der Drogen genommen hat und gerappt hat, weil ich gemerkt habe, der war anders. Safe, Bruder. Aber Eminem, ich mochte Bruder, das auch, bis jetzt, war. Bruder, bis jetzt, ich sag dir ehrlich, ich weiß nicht, auf was für eine Droge er war, Bruder, gell? Er war 100% auf einer Droge, aber Bro, guck mal, diesen Druck, den ich habe, Bruder, weißt du, dass Eminem der beliebteste zu seiner Zeit auf der ganzen Welt war, Bruder. Wir reden gerade von der ganzen Welt, nicht deutschlandweit. Auf einmal kam Nemo mit dem Buckethead. Wir reden gerade von Eminem, Slim Shady, Bruder. Auf der ganzen Welt, Bruder, der beliebteste zu seiner Zeit. Bruder, wir reden von der ganzen Welt, Bruder. Ganze Welt. Yeah. Bro, der war in Deutschland, auf einmal alle schreien. Der war selber so, what the fuck, man. Oder wo ist Deutschland, wo ist Amerika? Der Typ kommt von da, Bruder. Wir feiern den hier. Was denkst du dann, was dort abgeht? Was überall auf der Welt abgeht, Bruder? Guck nicht nur links, rechts, Bruder. Guck mal ein bisschen, denk mal so ein bisschen weiter so. Der Typ war, Bruder. Das ist Legende, Mann. Der war, Bruder, und ich hab mal eine Dinger. Ich hab von Aiken,
Ich habe von Aiken eine Doku gesehen. Na, war das von Aiken, Bruder? Nein, das war über Cartoons. Eine Doku in Netflix über Cartoons war das. Kennst du Cartoons, diese West Coast-Dinger? Die haben die ganzen Tattoos für diese Dinger gemacht. Diese ganzen Tattoos für diese Rapper damals. Weißt du, ich meine, 50 Cent, 50 Cent, dies, das, krasse Logos. Haben die gemacht. Und die haben auch Eminem tätowiert. Und dann kam das so über den Manager von Eminem, dann auf einmal zu Aiken. Und Aiken hat gesagt, ey, ich habe mal einen Song gemacht mit Eminem. Ich bin gekommen. Ich war ein bisschen spät. Ich weiß nicht mehr, was für eine Uhrzeit. Sagen wir jetzt fiktiv gesagt, so um 0 Uhr oder 10 Uhr abends. Okay, 10 Uhr abends. Ich bin gekommen um 9 Uhr. Wir sind dort eine Stunde später um 10. Sagt er einfach, ey, ich gehe jetzt nach Hause. Wir sind gerade mitten im Song. Er war gerade noch mitten am Aufnehmen. Um 10 Uhr geht er nach Hause. Er sagt, ich gehe jetzt nach Hause. Ich bin morgen wieder hier um 8 Uhr morgens. Wenn du den Song machen willst, komm um 8 Uhr morgens. Und das hat er jeden Tag gemacht. Er ist um 10 Uhr abends zu seiner Familie gegangen, 8 Uhr morgens ins Studio gegangen. Bro, das ist Disziplin, Bruder. Ja. Das ist das Gleiche wie ein Banker. Da brauchst du das. Weißt du, was ich meine? Da brauchst du das. Und ich weiß nicht, was er genommen hat, Bruder, was er da getan hat. Ja. Aber Bruder, wir sehen es doch an seinen Werken. Er ist krass. Was juckt mich dann, was er macht? Was juckt mich dann, was er macht, Bruder? Was juckt mich, was juckt dich, was juckt dich, was juckt dich, was er nimmt, was juckt dich das? Was juckt uns das, solange das, was wir hören, uns gefällt? Warum geht es weiter mit Allah, was macht er, dies, das hin und her? Bruder, wenn wir einen Döner kaufen gehen, Allah, juckt uns, wie er, interessiert uns, wie er Auto fährt, interessiert uns, wie er seinen Garten mäht oder wie er dich, wenn du irgendwo, was juckt es dich, Bruder? Aber Bro, guck dir Klatschzeitschriften an, das interessiert Leute einfach, ja, Bruder, weil die nicht so scheiße haben. Weil die das machen wollen, weil die Leute aufeinander hetzen wollen. Ja? Weil die Leute zeigen, verstehst du, was ich meine? Warum gibt es auch immer News über Leute und Skandale und so? Oder Zeitungen, TV, MIV, dies, das. Aber guck das mal. Das ist vom Teufel, Bruder. Schwester, Bruder, um Leute dumm zu machen, um Leuten irgendwas zu zeigen. Ja, es halt verkauft sich einfach, ne? Du hast immer, du hast immer Geschichten. Bruder, verkaufen. Und du findest immer Dreck an Leuten, wenn du willst. Kannst Leute in deine Richtung lenken, Bruder. Das ist auch das, wieso ich das hier tue, weil ich eigentlich das Gegenteil will. Weißt du, was ich meine? Das ist auch wie mit Prinz Markus. Ich will den hinsetzen und es ist offensichtlich, was der Typ an Fehler gemacht hat, aber ich will ihn hinsetzen, genauso wie bei dir und bei jedem anderen auch. Hey, bei mir, Alter, ich habe auf eine gute Sache, die ich kann, sind 10 schlechte Sachen. Und das ist bei jedem Menschen so. Und deswegen will ich eigentlich das hier in diesem Format das Gegenteil machen und genau damit ein Statement setzen und nach den guten Sachen suchen in den Menschen. Aber genauso meine ich das mit Drogen gerade. Ja. Guck mal, ich meine damit jetzt nicht, dass Drogen was grundsätzlich Schlechtes sind. Sie sind mehr schlecht als gut. Da sind wir uns einig. Safe. Unterm Strich sind Drogen schlecht und es kostet dich immer mehr, als es dir bringt. Safe. Gesundheitlich, psychisch, familiär, sozial, immer schlecht. Safe. Aber 100%. Es gibt diese Wirkung, die kurz kommt, die dir irgend so einen Zugang gibt zu Emotionen, die du nüchtern nicht hast, wo du dann Musik drauf machen kannst auf einmal. Safe. Wo du dich darin verliebst, in dieses Gefühl, wo du dir sagst, du hast grenzenlose Kunst, die du gerade machen kannst. Safe. Und ich will nur sagen, viele Leute wollen darüber nicht reden, auch Künstler wie ihr, weil sie sagen, ich will mich nicht ficken, ich will nicht meine Vorbildrolle ficken damit, ich will niemandem sagen, wie zum Beispiel Lil Wayne, best Beispiel, der immer sagt, der hat jeden Tag diese Oxycodons und so genommen, der ballert sich weg mit allen möglichen Heroin und was weiß ich was alles, ich weiß nicht ganz genau, und hat Macklemore drüber gerappt, ich hab's gemacht wie der, das Einzige, was passiert ist, ich habe PlayStation gespielt auf Morphin und auf Oxycodons, bin bei meinen Eltern wieder gelandet und ich bin null kreativ gewesen, ich kann's nicht machen wie der Typ. Oder es kann nicht jeder gleich sein. Ja. Es kann nicht jeder gleich sein. Ich war mit Leuten im Studio drauf, total verkokst, Bruder. Die waren in der Ecke so, Bruder. Ich war ba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 b. Ich hab 5 Lieder in einer Nacht gemacht, Bruder. Und die waren so, Bruder. Der eine wollte in den Saunaclub gehen. Der eine sagt, weißt du was, geht's automatisch spielen. Was, Bruder? Es ist nicht jeder gleich, wenn er die Sache... Bruder, wenn wir diesen Eis hier trinken, das ist... Dieser Eis ist was anderes. Diese Substanzen machen nicht mit jedem das Gleiche, Bruder. Verstehst du? Verstehe, ja. Die Leute sollen nicht denken, dass wenn ich jetzt kokse, ich bin ein krasser Rapper, Alter. Wenn ich kiffe, dann werde ich ein krasser Musiker. Niemals, Mann. Niemals. Es ist von Typ zu Typ zu Typ zu Typ zu Typ anders, Bro. Verstehst du? Man soll die Finger einfach davon lassen. Wenn du die Kreativität hast, dann gibt dir Gott diese Kreativität so. Aber du hast die auch ohne Drogen. Deswegen! Deswegen, ich brauche es nicht. Deswegen nehme ich diese Scheiße nicht mehr. Weil es mein Leben fast in die Ruin getrieben hat, Bruder. Weil es vielleicht so für den Moment sogar in die Ruin getrieben hat.
Verstehst du? Ich verstehe ganz genau. Das ist, Bruder, du bist auf einmal wie eine Ampel in so einem Weizenfeld. Ampel was, in Weizenfeld? Was suchst du da? Was suchst du da, Bruder? Was suchst du da? Du hast doch eine Funktion. Ja. Du hast doch eine Funktion. Und du funktionierst doch. Du schaltest von Rot auf Dinge viel schneller. Aber Bruder, um dich herum ist einfach... Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Bruder. Es hat keine Funktion. Gott hat dir ein Dinger gegeben. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin eine Ampel, Bruder. Gott hat mir etwas gegeben. Nicht um das zu machen, Bruder. Nicht um mich selber zu töten. Nicht um 5 Tage durchgehend im Studio zu sein ohne Schlaf, Bruder. Um dafür, Dinger, 350 Freestyles gemacht zu haben. Und dafür, dass in diesen 5 Tagen Leute gekommen sind und haben gesagt, oh mein Gott, der Junge ist so krass, der ist kein Mensch mehr. Oder genauso aber auch Leute gesagt haben, oh mein Gott, der Junge ist so eklig, er ist kein Mensch mehr. Oh mein Gott, der Junge hat 5 Tage nicht geschlafen. Oh mein Gott, was hat er gerade gerappt? Oh, ey, Digga, geh mal nach Hause schlafen. Ey, Digga, meint ihr das ernst? Ey, wenn er so weitermacht, stirbt er. Verstehst du? Wie war das? Was hast du, du hast 5 Tage durchgeguckt und, oder was? Und gerappt? Ja. Erzähl. Ich kann mir das nicht vorstellen. Bruder, das ganze Album Capimo war ich todesdruff. Ich habe bei Billie Jean den Song Billie Jean, den habe ich selber aufgenommen. Bruder, jeder ist nach Hause gegangen, jeder ist gekommen, ist nach Hause gegangen, ist gekommen, nach Hause gegangen, gekommen, ich war immer noch da. Ich habe das Ding selber aufgenommen, das ganze Lied. Ich habe das Ding auf Aufnahme gedrückt, ich bin in die Booth gerannt, ich bin wieder zurückgekommen, ich habe Stopp gedrückt, ich bin wieder reingegangen, dies, das. Und hör dieses Lied mal an und ich sag, Alter, Bruder, ich rappe hier seit 12 Stunden, Alter. Auf Besoffen und auf Koks. Krass, wie zufrieden bist du heute damit? Mit was? Mit dem Album? Du hast gesagt, du fandest es nicht so... Was denkst du, warum ich nicht zufrieden bin? Weil ich so verstrahlt war, dass es mir in dem Moment gefallen hat, habe ich gesagt, nein, nein, das muss genauso bleiben. Nein, ja. Das muss man nicht klar machen. Nein, 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 nein. Ja, ja, ja. Bro, die Songs sind gut, aber man könnte sie noch besser machen. Das habe ich dir auch geschickt. Die Songs sind, Bruder, jeder Song von mir ist krass. Ich schwör auf meine Mutter, sag mir, was du willst. Jeder Song von mir ist krass auf seine eigene Art, in seinem eigenen Moment. Vielleicht für mich, vielleicht für dich nicht. Für mich ja. Meine Musik ist krass, Bruder. Ich schwör's dir, ich hab privat meine Musik. Ich denke mir, du Motherfucker, Digga. Du Motherfucker, du, Alter. Du bist ein musikalisch, Bruder, bist du etwas anderes. Keiner ist wie du. Du hörst dich nicht an wie ein Franzose, du hörst dich nicht an wie ein Amerikaner, nicht wie ein Italiener, nicht wie ein dies, nicht wie ein das. Nemo hört sich an wie Nemo, Bruder. Nemo hört sich an wie Nemo. Und ist dir eine Sache aufgefallen, mich kann keine kopieren, Bruder. Viele Leute haben versucht, Farid Bang zu kopieren. Viele Leute haben versucht, Bushido zu kopieren. Haftbefehl ist recht. Dies, das, 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 das. Wer kann mich kopieren, Bruder? Das ist echt, du bist krass originell. Ich schrei. Du bist krass originell. Ich schrei. Ich rede ruhig. Ich rappe. Ich mach so, ich mach so. Ich mach alles auf meine Art. Bro, ich bin nicht der Beste auf der Welt. Für euch vielleicht. Für mich schon. Mit diesem Selbstbewusstsein gehe ich rein heute. Das kannst du nicht kreativ sein. Ohne Koks, Bruder. Ohne Koks, Bruder. Lasst eure Finger von dieser Scheiße weg. Ich war 3 Tage im Studio, Bruder. Warum war ich 3 Tage im Studio, Bruder? Erstens, okay, ich war drauf. Denkst du, Bruder, du bist ja dort, auf einmal ist die Sonne scheint wieder, gell? Wenn die Sonne wieder scheint, willst du ja gar nicht rausgehen. Du fühlst dich ja wie ein Bastard so. Ja, 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 ja. Wie soll ich so nach Hause gehen, Bruder, zu meiner Mutter? Bist du behindert, Bruder? Ich gehst dann irgendwann nachts und deine Mutter schläft, zack, 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 du bist da, Bruder, dann schläfst du 2 Tage, oder? Bruder, es gab eine Zeit, bevor meine Mutter bei mir gelebt hat, weißt du? Irgendwann war ich ja so sehr auf Koks, Bruder, dass ich gesagt habe, es geht so nicht weiter, ich werde sterben, wenn, Bruder, wenn es so weitergeht, das ist mein Untergang, Bruder. In meinem Haus sind so viele Menschen, Bruder. In meinem Haus sind jeden Tag einfach so viele Menschen kommen und gehen und ich habe keinen Überblick über gar nichts, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich habe meine Mom zu mir geholt, Bruder. Und dann hat sich auch wieder dieses Schamgefühl, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ey, das ist so wichtig, das zu haben. Dieses Schamgefühl, Bruder. Weil das ist das Problem, Bro. Als ich hier 18 Jahre alt war, als ich hier groß geworden bin, dann hat mein Bruder, hab ich auch geguckt, Bruder. Aber nicht so in diesen Mengen und, weißt du, was ich meine? Nicht so oft und dies und das. Irgendwann kommt Koks in deinen Kreis, Bruder. Und Koks ist ein Teufel, Bruder. Du hast 2, 3 Freunde, seit 2, 3 Freunde. Einer kommt damit, Bruder, der andere probiert's. Auf einmal ist die Sache normal. Auf einmal passiert es 1 Monat später, dann passiert es 1 Monat später, dann passiert es 2 Tage hintereinander. Weißt du, was ich meine? So, du bist nicht süchtig, Bruder. Du bist nicht süchtig. Dir gefällt es. Ja, nee, du bist nicht süchtig. Du hast unter Kontrolle. Weißt du, was ich meine? Du denkst, du hast es unter Kontrolle. Ja, ja, meine ich ja. Du denkst, du hast es unter Kontrolle. Ist nur Wochenende. Du hast einfach nur kein Geld, damit du Dinge.
Du hast einfach kein Geld, weil wenn du Geld hättest auf Tasche, hättest du immer wieder eins geholt. Wenn du auf Koks bist, Bruder, und du hast keinen Koks und du willst Koks ziehen, dann holst du immer wieder neues. Wenn du Geld hast, 100%. Verstehst du? Ja. Und Bruder, ich bin ja hier, ich musste jeden Abend meine Eltern sehen, so. Also ich musste ja nach Hause gehen, ich habe bei meinen Eltern geschlafen, so. Ich kann doch nicht so nach Hause gehen, Bro. Deswegen war ich, hör mal Habibi an, ich war bis 7 Uhr morgens in der Tiefgarage. Bis mein Vater arbeiten geht und dann hoch mit der Handykarte. Hoch mit der Karte die Tür aufmachen. Kurz duschen und mit Fahrrad wieder raus. Das war der Song of Hoodie. Der Song of Hoodie. Das war mein Leben, Bro. Verstehst du? Ich konnte mein Vater hätte mich getötet. Also was heißt getötet? Mein Vater ist ein liebevoller Mann, er hätte mich nicht mal umgebracht oder so. Ja, du weißt, was ich meine mit töten, Bruder. Verstehe. Er hätte mir das Leben zur Hölle gemacht. Das war einfach nur der Blick, Digga. Die alleine nur der Blick ist... Ja. Er hätte mich getötet. Ja, er hätte mich mit seinen Blicken getötet, Bruder. Bro, ich hab in der Tiefgarage, irgendwann ist der nach Hause gegangen, irgendwann hat der noch bis 4 gewartet. Ich hab in der Tiefgarage gepennt, Bruder, irgendwann hab ich so den Alkohol rausgekotzt. So, Bruder, in der Bahn, Leute gehen zur Arbeit, dies, das, du gehst nach Hause. Tschak, tschak, dein Vater ist gerade um 6.30 Uhr arbeiten gegangen. Gehst hoch, öffnest die Tür so mit Karte. Weißt du, was ich mein? Ach, Bruder, hör auf, Bruder. Aber... Wenn du dann alleine nach Frankfurt ziehst und du musst niemanden abends sehen, so weißt du, was ich meine? Guck mal, als ich von hier gegangen bin, ich erkläre dir eine Sache. Mein Freund OG und ich, Wissam, da gibt es eine Story. Guck mal, ich habe gearbeitet, ich war Bandarbeiter, weißt du? Ich war über eine Zeitarbeitsfirma, damit ich meine Anwaltskosten zahlen kann. So war ich bei einer Zeitarbeitsfirma und die haben mich in so eine Bandarbeitsfirma gebracht. Die haben so Felgen, dies, das auf dem Band, bla bla bla, das ist scheißegal. Irgendwann komme ich da so raus, ich ziehe so meine Stahlkappenschuhe aus, ich mache die so ins Fach rein, ich ziehe meine Sneaker an. Und dann ruft mich Wissam, sagt, komm in die Stadt. Ich sage, Bruder, ich habe Jogginghose, dies, das. Sag, komm jetzt in die Stadt. Wenn du jetzt nicht kommst, Dinger, was weiß ich, miau, miau, miau. Ja, komm, ich habe auch ein bisschen. Ich bin in die Stadt gerast, Bruder, mit einer Zigarette so in mein Hemd. So. Nicht Hemd, jetzt nicht, dass ich denke, ich war mit Hemd unterwegs. Weiß ich mit meinem Pulli, irgendwas, ich weiß nicht mehr, was ich da hatte. Eine lose Kippe so. Ich komme dort an. Hier ist Barbie, hier ist Finca. Gell? Hier ist Barbie, hier ist die Finca. Hier hinten haben wir eine gezogen. Die Jungs sagen, wir gehen in den Club. Okay? Ich hatte Jogginghose an. Ich hatte noch eine Jeans von mir bei ihm zu Hause. Da war eine Tuss. Ihr Autoschlüssel war bei einem Freund von uns. Wissam hat auf Koks ihn überredet, dass er den Autoschlüssel gibt, ohne Führerschein, ohne nix. Nein. Pass auf. So auf, Bro, du weißt doch, ich kann fahren, dies, das, der sagt, Bruder. Und der wollte gerade in den Club gehen, der wollte einfach nur in den Club gehen, weißt du, ich meine, der sagt, boah, einfach keine Scheiße. Sag noch, wir gehen ins Auto rein, ich schwör, der macht so an und die Gangschaltung, dies, das Auto säuft ab und ich denke, hab schon dieses Gefühl, ey, Bruder, komm, scheiß auf diese Jeans, weißt du, ich meine, scheiß doch einfach. Ich hasse eh Clubsmups, dies, das. Bro, wir fahren hier vorne, ich zeig dir später, wenn wir laufen. Wir fahren in eine Einbahnstraße rein. Wir merken das. Auf einmal geht Blaulicht hinter uns an. Bruder, hier ist Bakerbub. Du weißt doch, hier ist Dinger. Hier ist diese große Straße, wo nur Busse fahren. Ja. Dann hier so rechts. Ich weiß, ich muss die gleich erklären. Ich weiß die Straßennamen nicht. Auf einmal geht Blaulicht hinter uns an. Wissam fragt mich, was soll ich machen? Ich sag, Bruder, bleib stehen. Scheiß drauf. Mach's nicht noch schlimmer. Er gibt Gas. Auf dieser Straße, wo die Busse fahren, Bruder, er überfährt fast 5 Menschenmengen und darüber habe ich auch auf seinem Track gerappt. Er meint Königstraße, da wo dieser Fußgang... Diese Situation habe ich genau so gerappt auf einem Song von mit uns zusammen. Er gibt Gas, er überfährt fast 5 Menschen, dumm, 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 er fährt in die Kurve, Auto überschlägt fast, er fährt durch eine Schranke, pick! Und auf einmal, Bruder, waren wir umzingelt. Auf einmal lagen wir auf dem Boden. Wo? So viele Wummen auf uns gerichtet. Bruder, sogar Polizeiauto geht, ein Bullenauto überholt uns.
Tür geht auf, Winston fährt einfach, nimmt die Tür mit von dem Bullenauto, fährt durch die Schranke, wir liegen so auf Boden, so, ich guck einfach unter das Auto durch Winston, aber nicht in sein Gesicht, ich sehe nur seinen Körper so liegen und er hatte Probleme mit seinen Beinen immer noch. Und Bro, ich denk mir, ich bin gefickt. Und damals hat alles frisch angefangen mit Chilo Abdi. Oh, was? Damals hat alles frisch angefangen mit Chilo Abdi. Was? Und ich dachte mir, meine Chance ist jetzt vorbei. Wir kommen jetzt in den Knast. Wir sind gefickt. Wir sind jetzt, es ist vorbei. Bruder, ich war in der Zelle, er war in der Zelle. Natürlich nicht zusammen. Auf Boxershorts, Bro. Gell? Ich sitze dort, auf eine Nase guckst, auf Unterkommas, auf, auf Alter, mein Freund kommt jetzt bestimmt 5 Jahre in den Knast. Wie soll ich Chilo Abdi Bescheid sagen? Was soll ich meinem Vater sagen? Was soll ich meiner Mutter sagen? Ja, was habe ich gemacht? Ich war doch ganz normal arbeiten. Was ist hier gerade passiert? Bro. Auf einmal. Die machen so Verhör, dies, das. Ich bin ja nicht gefahren, gell? Ich durfte gehen. Ich bin auf einmal hier draußen in Stuttgart vor Polizei. Marienplatz, Polizeihaltestelle. Auf einmal, ich bin draußen, Bruder. 5 Uhr morgens. Bruder, voll verwirrt. Abgefuckt, hast mein bester Freund ist einfach wieder im Knast. Wir haben uns ja im Knast kennengelernt. Danach war er wieder im Knast, war auch wieder Therapie, ist das. Bruder, mein Arsch ist einfach gefickt. Ich bin so. Seit diesem Tag habe ich Koks gehasst. Ich habe Koks verflucht. Ich werde nie wieder koksen, dies, das, bap. Dann bin ich nach Frankfurt gegangen, habe in Frankfurt nicht gekokst. Gekifft, ja, durchgehend, ohne Ende. Desto mehr Geld kam, desto mehr Gras. Und dann irgendwann kam wieder dieses verfickte Koks in mein Leben. Irgendwann so, weißt du, ich meine, nach Habibi. Wie kam es dazu, dass du so dann das eine Mal, weißt du, so gesagt hast, scheiß drauf, ich nehme heute? Ich weiß es nicht mehr, Bro. Ich schwör's, ich weiß es nicht mehr. Und dann schnell übertrieben. Von da, Bruder, ging's. Wann war das? Bruder. Du hast darüber auch so viel geredet, aber ich finde es übel interessant, Alter. Wann war das, Bruder? Was? Ich hab kein Gefühl für die Zeit, Bruder. Was weiß ich, Bruder? Selbst wie mit Monte, Digga, als ich auch gefragt habe wegen Koks, hat auch kein Gefühl wegen Zeit. Ich habe kein Gefühl wegen Zeit. Bruder, du verlierst dein Gefühl für die Zeit, Bruder. Krass. Ich sag doch, du bist 5 Tage wach. Das ist für dich wie 2 Tage, Bruder. Weißt du, ich meine... Geht alles schnell. Bruder, das geht alles schnell. Hört sich so an, als ob alles so... Du bist schnell. Ja, es passiert übel viel halt. Weißt du, ich meine... Deine Gedanken sind so... Bruder, weißt du, wie viel... Ach, Bruder, scheiß doch drauf. Das ist einfach so ekelhaft. Ich schäme mich doch einfach so hardcore, Bruder. Ja, also vielleicht, damit man das auch so versteht, du willst da nicht so krass drüber reden, weil du denkst, nein, das Bruder, wirkt so als... Nein, Bruder, ich will nicht darüber reden, Bruder. Nein, ich will nicht, dass Leute denken, dass es gut ist oder dass Leute allein auf den Geschmack kommen oder das probieren wollen. Das könnte ich mir selber niemals verzeihen, weißt du, was ich meine? So, aber die Leute sollen wissen, dass die Scheiße nur Probleme bringt, Alter. Digga, Wisdom, seine Mutter hat so viel geweint in ihrem Leben, Digga. Nicht nur seine, Digga, so viele Mütter haben so viel geweint und jeden seine Mutter würde weinen, wenn sie wüsste, dass mein Baby, ihr Baby, sowas nimmt, sowas tut. Digga, es ist einfach ekelhaft, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich bin mittlerweile in einem Level angekommen, Bruder, so wo ich das verabscheue. Wie viel hat er bekommen für die Autosache? Was haben die gemacht mit dem? Bruder, er hat 4 Jahre bekommen. 4 Jahre für das? 3 oder 4 Jahre hat er bekommen. Oh mein Gott. Ja, 3, 4 Jahre hat er bekommen. Nach für eine Kack-Jeans, Digga. Nach 1,5 Jahren ist er auf Therapie gekommen. Dann hat auch in dieser Zeit hat er angefangen zu rappen. Dann hat er auf Therapie hat er angefangen zu rappen. Genau. Hat er einen Deal bekommen mit 3,5 Jahre, ist dann wieder in den Knast gekommen. Wieder das gleiche. Der Junge war 5-mal im Knast, 5-mal auf Therapie. Free OG an dieser Stelle. Ich wünsche seiner Familie und ihm alles Gute. Alles erdenklich Gute. So. Es ist, Bruder, es ist kein gutes Gefühl, Bruder. Ich hasse es. Ich schwör's dir auf meine Mutter. Wenn jemand heute. Ich bin immer noch viel unterwegs, Bruder, aber wenn jemand sieht,
ich hasse diesen Menschen nicht, Bruder, aber ich distanziere mich einfach von ihm. Weißt du? Ist auch schlauste. Nicht, weil ich schwach bin, weil ich sage, Alter, ich werde dann wieder ziehen. Ich will das Ganze gar nicht mitbekommen. Ich habe eine neue Welt für mich erschaffen und in meiner Welt existiert das einfach nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Ich will damit nicht in Verbindung kommen, Bruder. Ich will nicht mit einem Kokser unterwegs sein. Oder in einem Raum sein. Also was heißt in einem Raum, Bruder? Man ist oft mit einem Kokser in einem Raum, ohne dass man es weiß. Weißt du, was ich meine? In irgendwelchen öffentlichen, in einer Bar oder in einem Restaurant. Du hast mir die Story mit dem Kellner erzählt, ich weiß noch. Ja. So, aber wenn ich für mich selbst mich entscheide, irgendwo hinzugehen, ich gehe irgendwo hin und ich sehe, dass jemand auf Koks ist dort oder er kokst vor mir oder die koksen dort oder dies und das, dann gehe ich einfach nach Hause, Bruder, oder gehe woanders hin. Aber ich werde sicherlich nicht dort bleiben, Bruder. Und mir dieses scheiß Jeju-Gelaber geben, Bruder. Was Jeju-Gelaber? Dieses dumme, sinnlose Reden, Bruder. Einfach auf Koks reden, reden, Bruder. Über so sinnlos reden, Bruder. Einfach reden. Bro, fick dich doch einfach. Verpiss dich von meinem Leben, bitte, Bruder. Weißt du, mein, laber mich doch einfach nicht voll. Und, Bro, diese künstliche Freundschaft und dieses künstliche, ich mach alles für dich und diese leeren Worte, diese leeren Versprechen, dieses zweigleisige Denken, dein Mund sagt etwas, deine Augen sehen etwas anderes. So, Bruder, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie link das ist, Bruder. Wie link das ist, dieses Koks, Bruder. Krass. Weißt du, was ich meine? Erklär dir mal eine Situation. Bruder, ich will es dir gar nicht erklären. Es ist einfach ekelhaft, Bruder. Wie soll ich es dir erklären? So. Du bist mit jemandem seit Jahren, okay? Du bist mit jemandem seit Jahren. Okay, Digga, pass auf. Bruder, ich rede einfach offen und ehrlich, gell? Ist mir scheißegal, was die Leute denken. So, wenn kleine Kinder zuschauen, ihr versteht das sowieso nicht. Ich hoffe einfach nur, dass ihr mitnimmt, dass man keine Drogen nehmen soll. Leute, die das kennen oder dies, das, die wissen ganz genau. Bro, so, wir kennen uns seit Jahren, du und ich. Wir holen uns Koks, okay? Wir ziehen. Am Ende, die letzte Nase, du ziehst eine dickere wie ich. Ja, ich verstehe. Okay? Ich sag vielleicht nichts, aber ich denke mir in meinem Kopf, du Egoist, du dies, du das. Und das, am nächsten Tag ist es immer noch in deinem Kopf. Weißt du, was ich meine? Du beobachtest Leute anders und urteilst über die. Bruder, du sagst aber nicht mal was. Weißt du, was ich meine? Vielleicht sagt der ein oder andere, aber in den meisten Fällen, Bruder, man sagt nicht mal was so. Ja, man denkt ganz viel da. Oder du legst dir eine dickere und weißt ganz genau, dass du eine dickere legst. Und du weißt, was der denkt. Du weißt doch, was er denkt. Du siehst doch in seinem. Bruder, das ist so eine Linkheit. Ja, man guckt sich an und es ist so. Und ich habe dir gerade nur ein Beispiel genannt. So, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Es ist eine absolute linke Sache. Es macht dich link. Es macht dich link. Es ist link. Es ist ekelhaft. Es ist tödlich. Für deinen Körper ist es. Bruder, du ziehst Pulver, Bruder. Es ist ja nicht so, dass du Gras raus, Bruder. Wie stehst du dazu? Was? Zu Gras und Kreativität und Kunst, Musik. Weil ich, Bruder, sag's ehrlich, ich kiffe nicht, okay? Aber hin und wieder im Studio ziehst zwei, dreimal an deinem Joint. Ey, ich hatte oft schöne Gedanken, die ich. Okay, es geht nicht um schöne Gedanken, Bruder. Es geht, wie ich dir sag, mein Leben ist ein Chaos. Ja. Und ich gehe mit Gefühlen ins Studio. Ich verarbeite die, mal mit gut, mal mit schlecht, mal mit dies, mal mit das. Und es ist einfach, es tut mir in diesem Dinger gut, weißt du? Ich setze mich aber nicht hin und baue einen Joint und rauche ihn ganz und, Bruder, zwei, drei Züge. Und wenn ich dir sage, zwei, drei Züge, dann lüge ich nicht. Dann sind es zwei, drei Züge, Bruder. Zwei Leute können das bestätigen, einer davon redet, das ist Psy, der andere ist Gott. Geh, ich war auch da, als du da aufgenommen hast, weißt bisschen, du? Ne? Also ich habe es ja gesehen. Und es war wirklich so. Ja. Das, ich finde es halt sehr interessant, Digga, weil bei mir war das ähnlich. Ich kann das nachvollziehen, weil es ist so ein bisschen so eine Hassliebe damit. Ne? Man sagt, so, Bro, so viel, guck mal, das hängst du. Ich verabscheue Kiffen nicht. Ich verabscheue Kiffer nicht. Ich mag einfach den Lifestyle nicht so, weißt du? So ja, aufstehen, so Joint bauen, so. Ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Noch eins. So.
Oder so eine Gruppe Jungs, die sich verstecken, um Joints zu rauchen. Weißt du, ich meine, so, wir hatten das Thema vor 2 Tagen. So, das ist, Bro, das turnt mich nicht an. Weißt du, ich meine, es turnt mich nicht mehr an. Ja, ja. Es hat mich angeturnt, alle. Ja, aber weil, woher komme ich, Bruder? Ich kam aus Langeweile, ja, genau. Aus Hood, aus nichts machen, aus Kiffen, aus Zeit totschlagen. Aber guck mal, was? Aber Bro, ja? Ich habe so viel Energie in mir, ich will die gar nicht runterdrücken, Bro. Ey, der hat krass viel Energie, wirklich. Bro, ich will aktiv sein, ich will laufen, ich will reden, ich will Auto fahren, Bro. Auto fahren, Bro. Ich will meinen Lappen nicht verlieren wegen sowas. Weißt du? Dasselbe wie mit Sascha, der hat auch gesagt, kifft nicht wegen Lappen, ich verliere. Ja, wegen Versicherung, hat er gesagt. Aber guck mal, was ich... Wie wegen Versicherung? Ach, der hat so kacke geredet, Alter, das war einfach nur Joke, weil der meinte irgendwie, Versicherung greift nicht, wenn du einen Unfall baut wegen Kiffen und so. Und Sascha ist ja so komischer Typ, wir haben uns ja drüber lustig gemacht. Der hat gesagt, deswegen hat er aufgehört zu kiffen. Aber guck mal, was mich interessiert, was ich bei dir so krass finde, ist diesen Konflikt, den du so hast. Weil ich habe das Gefühl, du hast jetzt auch in dem letzten Hiphop.de-Interview, hast du so darüber gesprochen, wie du jetzt langsam diese Verantwortung gefunden hast. Verantwortung deiner Familie gegenüber, Verantwortung auch den Zuhörern gegenüber, Verantwortung dir selbst gegenüber und diese Ziele, die du jetzt hast, wo du sagst, hey, ich will Kunst machen, ich will, dass Leute sagen, der Typ war eine Legende, der hat Sachen gemacht, die Bestand haben, Sachen, die älter werden als du selbst. Wie hat dich das aus den Drogen rausgezogen und was genau ist es? Also wofür willst du bekannt sein dann nach deinem Tod? Was ist das? Was ist dein Traum, den du gerade verfolgst? Für meine Realness, Bro. Ja? Ich bin absolut real. Aber was? Ich bin absolut real, Bro. Real heißt nicht, ein krasser Kämpfer zu sein oder ein Mann auf der Straße, oder real ist es zu sein, wer man ist und zu sagen, was man sagen will und zu tun, was man zu tun hat und was man tun sollte, Bruder. Und ich bin real, Bruder. Bist du also ich so bin wie real, ich das Bruder. Und mein Appell an die Leute da draußen ist, seid real, seid Menschen, Bruder. Tupac hat damals dazu gesagt, Turk Life, Bruder. Ich sag jetzt nicht Turk Life dazu, ich sag, sei ein guter Mensch, Digga. Sei, wie du bist. So, lass dir nichts einreden, so. Weißt du, was ich meine? Ja. Bruder, ich hab Scheiße gesehen, ich hab Scheiße gefressen, Bruder. Ich bin durch die Hölle gegangen. Ich sag's dir, Bruder, auf Knien, Bruder. Ich bin nicht gelaufen, ich bin auf Knien so gegangen. Tak, 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 tak. Mal langsamer, mal schneller. Aber das ist ja nicht selbstverständlich, dass man das sieht. Es ist, Bruder, selbstverständlich, dass man es irgendwann sehen muss. Für mich. Verstehst du? Weil du hast in deinem Leben immer jemanden, auch wenn es nur ein einziger ist, irgendwo jemand, der dir sagt, das ist falsch. Auf die Art und Weise, wie er es dir sagt. Yeah. Es muss nicht jeder kommen und sagen, hey, Tim, das ist nicht gut. Mach das lieber nicht. Ja. Oder, hey Tim, bitte, mach das nicht. Hey Tim, du Spaß, mach das nicht. Hey Tim, hallo! Es ist aber jemand da, der dich, verstehst du, was ich meine? Du musst halt das sehen, Bruder. Du musst es sehen. Aber macht das jemand? Macht das jemand? Also ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass vor allem in unserem, ob es jetzt YouTube ist oder Rap oder whatever. Bruder, bei YouTube siehst du die Leute nicht, Bruder. Du siehst sie nicht, du siehst Kommentare. Aber das ganz viele Ja-Sager. Kommentare ist was anderes als jemand, wenn er vor dir ist. Aber das meine ich ja. Das ist was ganz anderes. Aber das meine ich ja. Du hast ganz viele Ja-Sager auf einmal um dich rum. Weil die Angst ist was anderes. Zu kritisieren. Verstehst du? Es ja? gibt heute, Bruder, Leute, ich sehe ab und zu Leute, die denken, Bruder, die sagen, der ist drauf. So, weißt du, was ich meine? Die urteilen das einfach so. Was, ja, die sehen dann alles. Fick. Dich. Weißt du, was ich meine? Ich weiß es. So, Digga. Aber es gibt Leute, Bruder, die urteilen, obwohl sie dich nicht kennen. Weißt du, was ich meine? Es gibt Leute, die urteilen, weil sie etwas nicht mögen, weil du etwas falsch machst. Ja. Die Leute, die dich nicht kennen, die nicht urteilen, die einfach so urteilen, Bruder, scheiß mal auf die. Aber es gibt Leute, die Kritik wirklich abgeben oder... Ja, das sind schadenfrohe Leute, die dich einfach nur bluten. Nein, sind, nein, diese Kritik abgeben oder die etwas sagen, Bruder, weil die einfach... Entweder weil die das Gute für dich wollen und wollen wirklich, dass du nicht kaputt gehst, weil sie dich lieben. Weißt du mal, wenn ein Fan sagt so, ey, bitte mach das nicht so, dies, das, wir wollen dich nicht verlieren. Rap bitte wie früher. Ich verstehe. Bro, das hat nicht... Ein richtiger Fan, Bruder, weißt du, was ich meine? Ein richtiger Fan ist nicht nur ein... Dann ist er ein Fan von Habibi, Bruder. Ja. Dann ist er ein Fan von Habibi. Dann ist er kein Nemo-Fan. Dann ist er ein Fan von diesem Mixtape, Bruder.
Ist ja auch okay so. Also wenn der ist das ja auch okay so. Bruder, ich bin mehr als nur ein Rap-Stil. Ey. Ich bin mehr als nur ein Rapper, Bro. Ich bin nicht von Gott geschickt worden, um nur zu rappen, Bro. Verstehst du, was ich meine? Ich habe all diese Mittel nicht bekommen, nur um zu rappen, Bruder. Hör auf, mich immer wieder auf dieses scheiß perfekte alten Rap-Stil zu minimieren. Bruder, ich höre das selber und denke, krass, wie hast du das damals gemacht? Weißt du, was ich meine? Damals habe ich geschrieben. Bruder, ich schreibe nicht mehr. Ich schreibe nicht mehr. Jetzt zu dieser Musiksache, weißt du, was ich meine? Du gehst rein und... Ich mach mein Ding, Bruder. Ich weiß aber, dass ich für mehr bestimmt bin als nur für Musik, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich bin für mehr bestimmt als nur für Musik. Guck mal, als ich dann... Vielleicht werde ich eines Tages ein noch krasserer Familienvater sein, Bro. Vielleicht werde ich eines Tages... Ich weiß es doch nicht. Ich bin 24 Jahre alt, Bruder. Ich weiß es nicht, was das Leben für mich hat, Bruder. Ich kann dir sagen, also wenn dich das interessiert, wie ich das sehe. Weil ich hab's doch bei hiphop.de gesagt. Vielleicht können meine Worte, die ich immer wieder sagen werde, irgendwann irgendeinen inspirieren, Bruder. Aus diesem irgendeinen wird irgendwann etwas, Bruder. Ja. Irgendwas Krasses. Und der wird vielleicht die Welt verändern. So ein schöner Gedanke. So denke ich auch mit meinem Zeug tatsächlich. Ich gebe mein Bestes, Bruder. Ich versuche, mein Bestes zu geben. Und manchmal denke ich, dass ich mein Bestes gebe, aber jemand an meiner Seite sagt, hey, so nicht. Weißt du, was ich meine? Hör auf. Aber Bruder, ich versuch's. Wenn ich jetzt so rappe wie damals. Ja. Das ist nicht, dass du tun willst. Warum würde ich es dann tun, Bruder? Hä? Warum würde ich es dann tun? Nur deswegen. Warum, Bruder? Um Leute zufrieden zu machen. Ja. Um Leute wieder an mich ranzuziehen. Um Leuten zu geben, was sie wollen. Bruder, das ist nicht meine Art, Bruder. Ich mach, was ich will, Bruder. Ich mach, was ich will. So in Sachen Musik jetzt, Künstler. Ich mach, was ich möchte, Bruder. Bruder, auf diesem Mixtape Steinbock, was jetzt kommt, Bruder, ich singe, aber ich rappe auch in jedem Lied. In jedem Lied rappe ich. In jedem Lied rappe ich. Ich rappe nicht wie früher, ich rappe aber. Ich mach, was ich will. Das ist echt nochmal gut anders als du. Bro, wenn ich will, schrei ich. Ich schrei. Ja. Gab es vor mir jemanden in diesem Land, der geschrien hat, Bruder? Gab es jemanden oder nicht, Alter? Hä? Gab es jemanden, der gesungen hat oder nicht? Gab es jemanden? Zeig mir einen, der gesungen hat, Bruder. Jetzt macht es auf einmal jeder und jetzt ist es normal, Digga. Wer hat euch allen die Tür geöffnet, Alter? Wer hat sich als allererstes dahingestellt und lächerlich gemacht für den einen oder anderen? Aber wer macht es jetzt, Alter? Jeder. Ich schrei, ich sing, ich tu, ich mach. Ich mach, was mir gefällt. Auf manche Sachen, die ich getan habe, bin ich stolz. Auf die meisten Sachen, die ich getan habe, bin ich nicht stolz. Aber meine Musik, Bruder, ist für mich immer krass gewesen, Bruder. Und ich bin für mich ein krasser Künstler, Bruder. Und wenn ich mit Künstlern im Studio bin, Bruder, ich rede nicht von Dingern, Bruder, Zuhörern oder... Ich rede jetzt nicht von Leuten, die ein, zwei Mal einen Song von mir mal gehört haben, so. Weißt du, weil er einfach gelaufen ist und weil die einfach nur so keinen Bock hatten und so irgendeine Meinung darüber abgeben. Ich meine von Leuten, die Musik hören, Bruder, Musik. Jemand, der Musik hört, Bruder. Jemand, der selber Musiker ist, soll mir sagen, ich bin schlecht. Er soll mir sagen, ich bin schlecht. Dann frage ich ihn, warum? Die anderen jucken mich gar nicht, Bruder. Die anderen jucken mich nicht. Ich sehe doch, wie die Leute Musik hören, Bruder. Die hören es so einmal so nebenbei, so irgendwo, das läuft. Und beurteilen dich nicht nur nach dem Lied, Bruder. Die beurteilen, das Lied kommt und das zweite, was im Kopf ist, direkt Instagram. also der Name Nemo fällt und das zweite ist so Instagram und so eine dritte Story, die sie mal über mich gehört haben und das zusammen urteilt dann über das Lied. Aber Bruder, jemand, der Musik hört, sollte über das Lied urteilen. Weißt du, was ich meine? Ja. Hey, aber nicht über die Person, nicht über dies oder das. Ich schwör's dir, Bruder, ich kenne The Weeknd sein Privatleben nicht. Ich kenne Justin sein Privatleben. Okay, Justin ein bisschen mehr vielleicht, weiß ich mal, weil er... Ich kenne den, es juckt mich nicht. Die Musik, wenn sie mir gefällt, gefällt sie mir, Bruder. Wenn sie mir nicht gefällt, höre ich sie nicht. Was soll ich da jetzt Dinger haten? Ja, aber das, guck mal, bei mir, ich sag's aber dir ehrlich, was? Als ich bei dir zum Beispiel, ich habe gehört und ich war schon bei paar Tracks, war ich so, ich hab's am Anfang reingehört, ich war so, okay, gut, ich muss mich jetzt mit deiner Musik beschäftigen, ich muss mir das anhören, ich höre. Und ich war so, boah, krass. Das Erste, was mir aufgefallen war, so, es ist viel krasser, als ich dachte. Danke. Also so Karma und kein Schlaf, das waren so Sachen, wo ich gesagt habe, so am Anfang, Digga, das kann ich pumpen. So, das ist auch, ne? Auch Bruder, zu Karma und kein Schlaf, gell? Ich sag dir offen und ehrlich, ach Bruder,
Ich schwör's dir, wenn ich jetzt sage, die Leute denken, ich bin krank, Bruder. Ja, sag. Bruder, ich sag manchmal meine eigene Zukunft voraus, Bruder. Ich sag manchmal meine eigene Zukunft voraus in meinen Liedern. Und ich spüre das so später. Du sagst einfach gerade diese, ach Bruder, diese zwei Lieder, das ist so. Also man hat die krass, also wirklich nicht Bruder, nur. Ich habe diese Lieder in dem Moment gemacht, gell? Obwohl ich nicht mal so eine Trennung hatte, so. Ja. Obwohl ich nicht an jemanden gedacht habe. Aber ich habe es so sehr gefühlt. Und dann im Nachhinein habe ich es gehört. Und war so baff. Also, hä? Das passt doch gerade zu meiner jetzigen Situation. Wieso habe ich das da gerappt? Und jetzt ist es wirklich so. 1:1, Bro. Weißt du, was ich meine? Ja. Es geht ja mir nicht anders, wenn ich das höre. Deswegen sage ich dir, ich bin für etwas anderes bestimmt, Bruder. Meine Musik ist real. Auch wenn, Bruder, vielleicht, gell, vielleicht sollte ich niemals berühmt sein. Ich bin berühmt. Vielleicht ist meine Musik nur für mich selber. Vielleicht ist meine Musik nur für mich selber. Vielleicht ist sie nur für mich. Zum Verarbeiten, zum Hören. Zum Verarbeiten, zum Hören. Alles andere ist ein Plus. Alles andere ist ein Plus, gell? Ja. Alles andere ist ein Plus. Dieser Fame, Geld, mehr. Vielleicht aber habe ich das eigentlich nur bekommen, um all diese Sachen selber zu verarbeiten zu können. Verstehst du? Ja. Ich glaub, dass das auch der beste Anspruch ist daran. Vielleicht ist dieser Fame und all das andere dazugekommen. Ich musste damit lernen, umzugehen. Und vielleicht wird es mir irgendwann etwas bringen, dass ich der Welt etwas beibringen kann. Oder meiner Generation oder der zwei Generationen nach mir oder drei Generationen nach mir oder wann auch immer, Bruder. Vielleicht kann ich ein, zwei Menschen zu etwas leiten, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Ey, ich finde es sehr, sehr krass, weil wir sind so, wenn man von außen guckt, sind wir eigentlich relativ unterschiedliche Typen. Und ich. Ja, Bruder, ich schwör's dir auf alles. Ich sag dir eine Sache. Ich habe viele Rapper gesehen, gell? Ja. Ich habe viele Rapper gesehen. Die vor mir da waren, die nach mir da waren, die weniger Fame hatten, die auf einmal mehr Fame hatten. Und ich habe gesehen, wie sie sich entwickelt haben. Ja. Von richtig cool zu auf einmal so. Wegen was bist du gerade besser, Bruder? Wegen was bist du gerade so? Wegen was? Wegen was, Bruder? Weil gerade läuft? Ja. Weil gerade läuft, Bruder? Weil gerade läuft? Ekelhaft. Weil gerade so geht? Das ganze Leben geht nicht immer so, Bruder. Das ganze Leben geht nicht immer so. Und irgendwann wirst du wieder nicht so viel haben. Und dann wirst du wieder mit den Leuten sein. Und dann werden die sagen, alle, nein, mit dir will ich nicht sein, weil du arrogant zu mir warst. Nein, du hast so mit mir geredet. Dies, das. Sei ein guter Mensch, Bruder. Sei ein guter Mensch, sei ein guter Mensch. Der Rest ist alles scheißegal. Egal, was du Musik du machst, egal, was du machst, Bruder. Ich mach meine Musik, die ich will. Ich mache meine Musik, die ich will, die ich fühle, Bruder. Ich schwör's, ich werde niemals so rappen, wie jemand von mir erwartet. Weil wenn es so wäre, Bruder, dann hätte ich gerade im Moment Drill gemacht. Verstehst du? Wenn es so wäre, Bruder, dann hätte ich letztes Jahr Trap gemacht. Wenn es so wäre, verstehst du? Ja. Nein, Bruder, ich habe letztes Jahr Capimo gemacht. Was auch krass war. Dankeschön. Also ich weiß, dass du feierst, aber ich will dir gerade was anderes sagen. Ja. Wenn es so wäre, hätte ich vorletztes Jahr Cloud Rap gemacht. Verstehst du? Den Trend. Ich mach, was ich will, Bruderherz. Ich gehe nicht mit euch mit. Ich mach, was ich will. Und das ist manchmal, was die Leute erwarten. Die erwarten, alle gehen gerade so. Wieso macht Nemo nicht so? Warum? Wenn du dich selber hintergehen musst, um Musik zu machen, um den Kommerzschwanz in den Mund zu nehmen, den Trendschwanz zu reiten, das ist einfach ekelhaft. Und dafür respektiere ich dich auch krass. Du bist ein sehr origineller Typ. Aber das ist ja auch so ein bisschen das grundlegende Problem in meinen Augen ein bisschen in Deutschrap, weil du hier viel diese Kopiererei hast. Und dieses ganze, wie soll ich sagen, entweder Selbstinszenierungsrap, ich bin der Krasseste und dies und das. Sachen, die gar kein Gefühl haben, Sachen, die nicht real sind. Deswegen, ich feiere das, dass du das so siehst. Ich finde, ja, und ich glaube, ihr seid alle krasse Millionäre, ihr seid ja, alle genau. Krass, ihr habt alle 5 Autos, ihr habt alle dies, ihr habt alle das, ihr habt alle... Es langweilt mich. Wenn ihr in den Club geht, wollen alle Bitches euren Schwanz. Wenn ihr draußen seid, laufen euch alle hinterher. Wenn ihr so macht, seid ihr so. Wenn ihr so macht, seid ihr so. Ihr seid alle krass. Seid doch alle krass, Digga. Und es kann krass. Phasenweise kann das ein Walla, cooler Vibe sein. Weißt du, was ich meine? Aber bei dir, ich habe mir das ich habe mir zum Beispiel Karma, kein Schlaf oder was auch immer. Sie sind vielleicht so die Hit-Singles und so. Aber ich muss sagen, Digga, ich habe das angehört und ich war so, fuck.
Ich fühl, was der Typ wahrscheinlich gefühlt hat. Ich denke zumindest, es verstehen zu können. Weißt du, was ich meine? Auch wenn es bei dir viel intensiver gewesen ist und so. Aber ich kann mich da reinversetzen und du triffst dann auf einmal diesen Nerv auf vielen verschiedenen Ebenen. Und ich hatte so ein Problem, als ich all deine Musik gehört habe, war ich so, wie zum Fick? Ich habe dann hier dieses Ding, wo ich mir dann aufschreibe, worüber will ich mit dir reden. Und ich war so, wie leite ich diesen Typen ein? Weil ich kann nicht beschreiben, was der Typ rappt. Du hast angefangen als Rapper. Heute bist du in meinen Augen Künstler. Danke. Weil, guck mal, das ist wie so ein, das ist ein bisschen mathematisch, wie so ein Gleichungssystem. Das fängt an mit, Beat ist eine Komponente von Rap und Kunst. Dann sind es die Lyrics, dann ist es deine Lautstärke. Du kannst laut, leise, du kannst schnell, langsam, Flow variieren. Du kannst eine Atmosphäre von Gangster-Rap, von Drug-Problems, von dein gefühlvollen Geschichten. So, du hast ein Spektrum, das du abdecken kannst, was unnormal ist. Wo ich mir bei vielen anderen Rappern denke, ey, zum Beispiel Eminem, Kollega, die sind sehr krass technisch, die sind sehr krasse Rapper, aber diese ganzen vielen anderen Säulen, so denke ich mir so, die könnten noch mehr, wenn die dort was wären, aber die sind sehr krass in diesem motivierenden Ding, dieses Ding, was nach vorne geht, und das ist dann Rap. Und bei dir ist das so, ich kann das nicht greifen, es ist so viel auf einmal. Du bist so in vielen Sachen, hast du ein enormes Potenzial und du bist auf verschiedenen, wie soll ich sagen, Dimensionen, Bandbreiten, weißt du, was ich meine? Passt das zusammen? Der Beat harmoniert mit der Stimme, dein Gefühl, all das, ich fühle das und ich kann nicht erklären, warum. Und das ist etwas, und wenn ich neue Bilder im Kopf habe, wenn ich Musik höre, dann bin ich, wow. Dann bin ich so, der hat was Neues für mich getroffen. Danke, Bruder. Danke für diese Worte, wirklich. Und ich habe das wirklich aufmerksam gehört, ich habe das bei vielen Sachen gemerkt. Und deswegen hast du bei Capimo Real Talks, das habe ich auch gesagt privat, das mich abgefuckt, weil das Album hätte noch so viel krasser werden können. Nee. Du hast da Stellen, das war so ein richtiger Rohdiamant. Ich war so, fuck, hätte das noch cleaner eingerappt, hätte das noch, weißt du, was ich meine, so mit. Deswegen finde ich es doch Schrott, Bruder. Die Leute denken immer, ich finde, dass die Parts Schrott sind oder dass ich Streit mit Kapop ganz und gar nicht, Bruder. Das ist der Perfektionismus. Ja, das ist der Perfektionismus, Bruder. Weißt ich fühle das. Deswegen war ich doch 5 Tage im Studio. Ja. Und nicht einen Tag. Und du verstehst doch noch, was ich meine. Weißt du, wie viele Spuren ich gefreestylt habe? Gell? Selber. Und ich habe sie nicht behalten. Ich habe gesagt, nein, lösch sie. Ich habe nicht mal gesagt, lösch sie. Ich mache sie nochmal, ich mache neu. Krass. Frag mal, Bruder. Was heißt frag, Bruder? Du wirst sie ja niemals fragen. Weißt du, wie viele, Bruder? Krass. Weißt du, wie viele Spuren, Bruder? Wir reden hier gerade von, ich nehme mich selber auf oder Z hat mich aufgenommen und ich habe 150 Freestyles auf einen Beat gemacht. Was? 150, Bruder. Verstehst du, was ich meine jetzt? 150. Auf also einen Beat, auf einen. Und es gab ja nicht nur einen. Danach war irgendwann der Beat, okay, nächster Beat. Ja, krass. Dabei sind keine Songs entstanden. Es waren nur Freestyles. Ich habe mir mein Herz aus meiner Seele rausgerappt. Mal Gesang, nicht mal dies, mal das. Natürlich habe ich auch Texte geschrieben, Bruder. Weißt du, was ich meine? Und die sind dann auch krass geworden. So. Aber wenn du dann nüchtern bist und die rappen willst, ist dann anders. Ja, das Gefühl ist weg. Das Gefühl ist nicht da. Das ist, dieser Vibe ist nicht, diese Geschwindigkeit, dieses, oder du bist ganz anders. Das ist, ja. Yeah. Ich wollte mit dir eigentlich dieses Enno-Video da angucken. Enno? Nein, guck mal, mir geht's nicht um Enno. Ne? Der Typ ist ein korrekter Typ. Ich weiß, ihr hattet da euren Beef, dann seid ihr zusammengekommen und das interessiert mich. Ich will niemandem irgendwas rausziehen, also so aus dem Arsch ziehen und irgendwelche Beefs oder Schlagzeilen oder irgendwas. Mir geht's null darum. Mir geht's nur um dieses Meme-Video, wo da sich quasi drüber lustig gemacht wird, dass er dort Beats nimmt, sagt Amerika Mutter gefickt und so. Das Video ist schon lustig. So. Und ich habe dich gestern dann gefragt, ey, ist das okay, wenn wir darüber sprechen, weil ich will den Typen nicht in falsches Licht drücken, aber dieses Video trifft für mich einen Kern, ein Problem. Er hat doch recht, Alter. Der Junge hat doch recht, Alter. Deutschrap ist fresher denn je, Alter. Ja. Oder nicht? Oder nicht, Alter? Ist es so oder nicht? Was ist denn jeden Freitag hier los, Alter? Ja. Ist eine Gangbang-Party, geht denn ab auf YouTube? Ja, das stimmt. Was ist denn los? Ist Deutschrap fresher denn je oder nicht? Ist es so oder ist es nicht, Alter? Aber gleichzeitig hat doch Rap an sich, Musik, seinen Wert verloren. Verstehst du? Ja, ja. Wegen Spotify, wegen Amazon Music, wegen iTunes, wegen dies, wegen das. Zu meiner Zeit, zu Habibis Zeit, okay, haben Leute
16 Euro, 10,99 Euro für ein Album gezahlt und haben es gekauft. Du kannst so angeteasert hören, die Songs oder die Singles, die auf YouTube waren, aber das Album musstest du kaufen. Ja. Und wenn du etwas kaufst für 10 Euro, dann hörst du dir alles auch gründlich an. Ja, du hast ganz anders gehört, Mann. Dann hörst du dir das auch richtig gründlich an, Bruder. Dann hörst du jedes Lied an. Du hast es gekauft, Bruder, es ist deins. Du hast es ja nicht umsonst Geld. Du hörst ja nicht ein Lied dann und sagst, ach, scheiß drauf. Niemals. Du hast 10 Euro, 16 Euro, was auch immer gezahlt. Du hörst jedes Lied an. Du hörst jedes Lied zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, wie auch immer. Jetzt bei Spotify, ein Album kommt raus. Ah, echt? Neu erschienen. Ah, ein Lied. Ach, kein Bock mehr. Ja. Ist echt so. Und der Typ hat einfach sein Leben für dieses Album gegeben. Wer? Der Künstler dann. Ja. Du hörst ein, zwei Songs. Ah, kein Bock mehr, Alter. Oder du skippst einfach weiter. Hörst du 30 Sekunden. Nicht mein Ding. Ach, nicht mein Ding. Musik hat keinen Wert mehr, Bruder. Verstehst du? Ich habe das gemerkt, als ich deine Sachen gehört habe. Und abgesehen davon, Bruder, wie viele Leute da draußen ihre Streams kaufen, ja. Bruder. Ihre Klicks kaufen. Verstehst aber du? Aber findest du nicht, dass das so eine Sache ist, die wird jetzt 2 Jahre funktionieren und danach werden die eh aussterben, diese Leute, die Klicks kaufen? Mir ist scheißegal, wer Klicks kauft und so. Ne, darum geht's nicht. Fake it till you make it, Bro. Aber das ist doch ekelhaft. Fake it till you make it, Bro. Das ist doch lächerlich, wenn ich sehe, dass... Bro. Es geht doch nicht nur um Rap. Es geht doch nicht nur um verdammten Rap, Alter. Es geht doch darum, Bruder, dass... Wenn du eine Reichweite hast, wollen doch mehr Leute mit dir arbeiten, Bruder. Es geht doch nicht um Rapper. Erstmal, natürlich wollen mehr Rapper mit dir arbeiten. Rapper sind geil auf... Ja, aber zeigt das nicht, was falsch ist mit dieser Szene? Die Szene ist so falsch und so link und so dreckig, Bruder. So viel Linkheit habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Was redest du, Bruder? Das ist die falscheste Szene, die es gibt, Bruder. Du folgst jemandem nicht, der denkt, du hast Streit mit ihm. Der denkt, du magst ihn nicht, dies, das. Der redet dann, ach, Bruder, die sind so alle... Ach, Bruder, bitte, Alter, ich schwör's dir. Lass uns bitte nicht über diese Szene reden. Diese Szene ist so falsch, diese Szene ist so link. Verstehst du, was ich meine? Die Leute gehen nach Likes, die Leute gehen nach Fame. Die Leute haben 2, 3 Hits und denken, die sind Michael Jackson, Bruder. Michael Jackson, verstehst du, was ich meine? Es gibt Deutschrapper, die haben Klicks wie Travis Scott und ich frag mich, wer glaubt das denn? Bruder, ich mach mein Ding. Ich hab für mich, weil mein Segen ist, dass ich die Chance bekommen hab, gell? Was habe ich dir vorhin gesagt, Bruder? Oben im Paradies gibt es einen Pott für dich, für Tim, für mich, für XY. Das hat mir ein Freund sehr, sehr schön gesagt. Aus diesem Pott kommt für dich immer wieder dein Geld runter. So viel, das ist schon bestimmt, Bruder. Auf welchen Weg du es bekommst, entscheidest du. Es steht dir zu. Bruder, mir geht es doch gut. Was juckt mich, was die anderen machen? Bruder, mir geht's gut. Mir geht's gut. Was juckt mich, ob der andere mehr oder weniger hat oder auf welche Art er es hat? Wie viele Leute reden darüber, ob Prinz Markus es verdient hat oder nicht? Er hat es, scheiß drauf. Was hab ich, Bruder? Ich hab für meinen Teil genug. Verstehst du? Ja. Bruder, wenn ich jetzt anfange, gegen andere zu schießen, gell, oder meinen Mund aufzumachen. Es wird nur Streit geben, Bruder. Es gibt nichts anderes außer Streit und das bekommen die Leute hier nicht mit. Es passiert hinter den Kulissen. Verstehst du, was ich meine? Aber ich will in Frieden leben, Bruder. Ich will in Frieden leben. Ich mache meine Musik. Wallah. Ich mache meine Musik. Ich kümmere mich um meine Familie. Ich kümmere mich um mein Leben. Ich lebe meinen Lifestyle. Was die anderen machen, sollen die doch machen, Bro. Ja. Sollen die doch machen. Bruder, wir reden gerade nicht nur von Deutschland, das passiert auf der ganzen Welt, Bruder. Ja. Taylor Swift, Bro. Taylor Swift. Guck mal, wie viele Millionen Dinger nach 1, 2 Stunden. Bruder, willst du mich verarschen, Alter? Willst du mich verarschen, Bro? Willst du mich verarschen? Das machen viele, das machen... Bruder, das machen... Ich habe dir gerade nur einen Namen gesagt, gell? Weißt du, wie viele das machen, Bruder? Weißt du, wie viele das... In jedem Land, nicht nur in Deutschland. In jedem Land. In jedem Land, Bruder, machen die Leute das. Ja, aber findest du nicht, dass... Guck mal, in Balkanländern, in der Türkei, überall. Hier, dort, Bruder, überall. Ist ja auch ganz leicht. Ist aber nicht ganz leicht. Ist nicht ganz leicht. Kostet Geld. Es kostet Geld. Es kostet Geld in ein Netzwerk und ein gewisses Risiko. Diese Leute, die bei Spotify, bei dies, das arbeiten und die das durchgehen lassen. Verstehst du?
Da die Leute, Leute, die das nicht gehen lassen. Du sagst, da gibt es Leute. Sind Leute auch, die sind keine Millionäre, Bruder. Die sind keine Millionäre. Aber die wollen sich auch ein paar Kröten mehr dazu verdienen. Egal, wie viele diese Kröten sind. Und die machen das, Bruder. Die machen das. Und Majors machen das auch, Bruder. Majors machen das auch. Weil das ist eine große Sache, wo die alle mitnehmen. Das ist natürlich, jeder macht dadurch Gewinn, Bruder. Wird der Künstler größer, hat der Major mehr davon. Ist die Sache besser abgesiegelt, gibt es weniger Risiko. Es gibt Rap und diese Musik. Das ist eine Kunstform. Da gibt es Leute, die wollen was sagen. Da gibt es Leute, die wollen was hören. Und das ist das, dieses, wir können nicht messen, wie viele Herzen erreicht werden, wie gut diese Musik ist. Und das, oder es gibt Leute, nächste, die wollen, was wir haben, ist Klicks und Geld. Das ist das Nächste, was rankommt, um zu messen, wie erfolgreich die Musik ist. Verstehst du? Und, aber da liegt das Problem. Und hier bewundere ich. Ich saß gestern oder heute, nein, gestern mit jemandem im Auto. Ja. Ja. Yeah. Und wir haben einen Song gehört. Wir haben einen Song gehört und der hatte eine schöne Stimme. Der hat sich angehört wie The Weeknd. Und die Person hat zu mir gesagt, schade, dass er keinen Erfolg hat. Ich sag, hey, wo hören wir gerade seinen Song? Er ist aus er hat Englisch gesungen. Ich sag, wir sind gerade in Deutschland und wir hören seinen Song. Ist es kein Erfolg? Warum misst man Erfolg an etwas? Woran misst man Erfolg? Geld. Nein, nicht nur an Geld. An Fame, an Aufmerksamkeit, an Geld, Fame, alles. An dies, an das, Bruder. Leute verwechseln Erfolg an vielen Sachen. So, weißt du, was ich meine? So. Aber das Erfolg, Bruder, ist nicht immer die Reichweite. Erfolg ist nicht immer dies, das. Verstehst du? Das will ich sagen. Ein erfolgreicher Tag ist nicht ein Tag, wenn du 10.000 Euro gemacht hast. Wenn du einen Deal abgeschlossen hast, der eine Million ist, schwer ist. Erfolg ist nicht immer Geld oder Fame oder dies oder das, Bruder. Aber verstehst du? Genau das will ich doch sagen. Der Schwerpunkt in Rap-Deutschland liegt gerade auf der kommerziellen Seite. Guck mal, das ist, Bruder, ja, das ist Kommerz und Kunst ist wie Yin und Yang in Rap und in Musik und in Kunst generell. Du brauchst Geld, damit du deine Rechnungen zahlst und damit deine Träume Traktion zur Realität haben. Damit du lebst, damit du stattfindest, damit Leute das hören, damit du was machst. Ja? Wie meinst du? Guck mal, dieses Kommerz und Kunst müssen koexistieren. Weil sonst ist die Kunst, die ist brotlos. Keiner kriegt sie mit, keiner hört sie, keiner bekommt sie. Also ein bisschen Kommerz brauchst du in der Kunst. Fuck, ja. Und die Frage ist, wie viel? Und mein Gefühl heute ist, in Deutschland, im Deutschrap, ist, es ist viel zu kommerziell geworden. Und für mich, was heißt es? Man guckt viel zu sehr, wie viele Klicks haben Leute. Man guckt viel zu sehr, wie viele Streams haben Leute. Wie viel Geld haben diese Leute. Man sieht es in den Inhalten. Leute rappen nur selbst, inszenieren den Scheiß teilweise. Ich tue über einen Kamm stellen. Es gibt sehr viele gute Rapper, über die will ich auch reden, wo ich selber sage, wo ich jetzt durch dich, weil ich gesagt habe, ich höre mal ein Album und skippe nicht durch. Habe ich wieder so den Glauben an Deutschland bekommen. Viele andere krasse Leute gehört auch, wo ich gesagt habe, ich will nicht so arrogant drüber reden. Ich bin kein Rap-Kritiker. Ich kann nicht wie bei hiphop.de über BPM, über Flow, über dies und das. Ich kann über Bauchgefühl reden, was passiert, wenn ich meinen Kopfhörer auftue. Was, über was redet denn hiphop.de, Bruder? BPM, BPM, dies, das. Über nein, was reden meine mein ich nicht. Aber du weißt nicht, ich will nicht so tun, als wäre ich Rap-Kritiker. Ich bin ein Hörer und du ich bist ein Hörer. Du bist ein Hörer. Du bist ein Hörer und deine Meinung ist entweder, deine Meinung ist dein Feedback. Ja. Und deine Kritik ist dein Kritik. Was heißt Kritiker? Was heißt Kritiker, Bruder? Wer ist ein Kritiker, Alter? Wer ist ein Kritiker? Wer entscheidet, dass er ein Kritiker ist, Alter? Wer kann ein Kritiker sein, Bro? Was ist Kritiker? Was ist das für ein Wort überhaupt? Wer ist jemand, dass er entscheidet, dass er Kritik geben darf, Bruder? Jemand, der das gar nicht macht. Es gibt Hörer und es gibt Feedback. Was heißt Kritiker? Was heißt das, Bruder? Was heißt es? Leute, die denken, sie können es besser. Leute, Bruder, die sich nicht mal mit der Materie auseinandergesetzt haben. Weißt du, was ich meine? Leute, die Sachen gelesen und studiert und so haben. Und die viel Eminem und viel dies und viel Kendrick Lamar und dies und das gehört haben und nach diesen Maßstäben dann jemanden beurteilen und sagen, weißt du, ich meine, okay, der Beat ist jetzt so und die Line ist jetzt, ja, das ist jetzt an. Digga, geh ins Studio, gell, setz dich mal hin, Alter, mach mal 16 Zeilen, mach mal eine Hook, mach mal eine Pre-Hook, mach mal nochmal 16 Zeilen und dann setz dich hin mit dem Produzenten und dann red mal über den Beat. Und danach, mein Freund, guck mal, wie stolz du auf dein Baby bist. Guck mal, wie stolz du auf dein eigenes Werk bist. Guck mal, wie stolz du darauf bist, wenn du das selber fühlen kannst. Und dann guck mal, wie ekelhaft es ist, wenn jemand kommt, der nicht in dieser Situation steckt, einfach darüber locker sitzt. Einfach so Urteil. Kommt. Oder vor der Kamera so. Der macht so wie der.
Deswegen diese Leute, gell, würde ich so gerne einmal ins Studio rein, Tür zu, komm, bleib hier. Zeig, was du kannst. Ich gehe jetzt hier rein in die Booth, okay? Psy, mach den Beat an, Bruder, alles klar. Wenn ich hier rauskomme, sei genauso, wie du vor deiner Kamera, hinter deinem PC, hinter deinem Handy und sowas und sag mir das in meine Fresse, alle. Nicht, dass ich dann sage, ich fick deine Mutter jetzt. Nein, aber sag's mir mal. Komm, sag. Nein. Weil dann werden die Leute sehen, Digga, dahinter steckt Leistung. Dahinter steckt, der Junge geht nicht auf Toilette und scheißt und wischt seinen Arsch ab und die Sache ist gegessen. Weißt du, was ich meine? Und kriegt dafür Millionen. Nein, Alter. Vor allem sagt er dir auch, das hast du gut gemacht, das ist krass, das ist krass. Und dann kommst du ganz verstehst hinten du? Am Ende mal, diese Kleinigkeiten können wir vielleicht besser machen. Dann verstehst ist du? Okay. Ich verstehe. Oder es gab keinen, der bis jetzt ins Studio gekommen ist, in die Booth gekommen, also du hast ja den Raum gesehen, da gibt es einen Raum und da gibt es die Booth. Es gibt keinen, der dahin gekommen ist und der rausgegangen ist und gesagt hat, das kann ich mir nicht geben gerade. Nein, ich war auch weißt dort mein, und ich war überrascht. Ich, war auch ich, so ich, nicht von, ich rede nicht gerade von dir, ich rede von Leuten, Bruder, die so vor mir waren. So. Alter, wer hat das gemacht? Bro, ich habe seit Dezember bis jetzt, gell, 60 Songs gemacht, Bruder. 70 Songs oder 60 Songs, keine Ahnung. Was? In einem halben Jahr? Das ist pro Monat 10 Songs, Bruder. Das heißt pro Monat ein Mixtape, Bruder. Krass. Wie viel Vorschuss das wäre, das will ich dir gar nicht sagen, Bruder. verstehst du? Ich rede gerade nur von Liedern, Bruder. Wie viele sind davon rausgekommen bis jetzt? Wie viele, Bruder? Du hast dieses Jahr nicht viel gedroppt. Also schon ein paar, aber... Hä? Wie viele sind rausgekommen, Bruder? Bei Nimo Original sind 19 rausgekommen, okay. 19 von 60. Bleiben 41 weitere, Bruder. Auf dem kommenden Ding sind 13. Wann kommt das? Kommt, wann es kommt. Ungefähr. Bald. Ey, da sind schon ein paar Songs drauf, die krass sind, die will ich hören. Deswegen frage ich. Danke, Bruder. Aber, ach Bruder, ich mache einfach mein Ding weiter, gell. Die Leute sollen ihr Ding machen. Manchmal verliert man die Lust an der Leidenschaft wegen Problemen, wegen diesen ganzen anderen Sachen. Manchmal kann man es überblenden. Manchmal ist so. Also aber im Grunde genommen, gell, bin ich dankbar für das Leben, was ich habe. Für die Gabe, die ich habe. Für das Herz, was ich habe. Und das ist, was zählt, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja. Es wird immer einen geben, der erfolgreicher ist, Bruder. Man sollte sich nicht an ihm messen, Bruder. Weißt du? Vergleich ist dumm, Bruder. Weißt du? Sehr dumm. Das Einzige, was du machen kannst, ist mehr Gas geben. Mehr Gas zu geben heißt aber nicht gleich, dass du auch diesen Erfolg haben wirst, Bruder, verstehst du? Aber du hast es wenigstens versucht. Hey, wenn du auch und nicht aufgeben, Bruder. Weißt du, kennst du dieses eine Bild, wo so ein Typ so ein Gräber ist und hier ist so, hier sind so Diamanten und der ist kurz davor und ist halt aufgehört und ist zurückgegangen? Ja. Oh mein weißt du, was ich meine? So, ja, das ist ganz schlimm. Gib mich auf, Bro. Gib 100%. Weißt du, was ich meine? Und dein Leben läuft ja nicht im Studio ab. Studio ist eine Sache. Musik ist doch eine Sache. Bro, du hast ein Privatleben. In deinem Privatleben passiert so viel. Vielleicht nennst du den kennen, durch das den, was du bist. Das ist die Energie für deine Musik. Auf einmal ist das hier gar nicht mehr dein Ding. Auf einmal machst du das und wirst das. Auf einmal machst du das. Und das ist nur noch so ein Ding nebenbei. Weißt du, was ich meine? Ja. Und du wirst irgendwann zurückblinken und denken, danke an das, danke an die Musik, dass sie mir diese Tür geöffnet hat. Danke dieser Tür, dass sie mir diese Tür geöffnet hat. Danke, dass ich jetzt das habe. Verstehst du? Ja. So, an die Leute da draußen, zahlt eure Steuern, holt euch Immobilien, holt euch Wertanlagen. An Munich Whispers, die Uhr ist original. Verstehst du, was ich meine? So. Aber guck mal, ich will dich fragen. Seid gute Menschen, nehmt keine Drogen. Nehmt auf keinen Fall Drogen. Zum Thema Rassismus sage ich euch eine Sache. Wir sind alle Menschen. Egal wie wir kommen, egal wie wir sind, egal wie wir gehen. Aber es gibt zwei schlimme Sachen in unserem Leben. Einmal die Medien und einmal diese verfickten Smartphones. Verstehst du?
vergesst die Medien und vergesst eure Smartphones, und wenn ihr irgendwo Ungerechtigkeit seht, dann geht dorthin und handelt. Versteht ihr, was ich meine? So. Habt keine Angst zu handeln. Habt keinen Scham zu handeln. Handelt. Derselbe, der den George Floyd aufgenommen hat, der könnte dorthin gehen und den Bullen runterkicken. Wenn da drei Leute sind, Bruder, selbst wenn es ein Bulle ist, Bruder, wer ist der, Bruder? Weißt du, ich meine? Die haben Angst, abgeknallt zu werden. Das ist das Ding. Verstehst du? Hätte ich die Eier dort, den wegzukicken, den Bullen, und dann zu denken, ob die mich jetzt abknallen deswegen, weiß ich nicht. Weißt du, was ich meine? Bruder, der George selber hat sich nicht gewendet, dies, das, weil er nicht getötet werden wollte oder was auch immer. Ich kenne die Story nicht, was dahinter war, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ich weiß nur, da gab es Rassismus. Wir wissen nur, da wurde jemand getötet. Und Mord ist das Schlimmste, Bruder. Rassismus, Unterdrückung, Diskriminierung ist das Schlimmste, was es gibt. Ist es. Aber das gibt jetzt, denkt jetzt nicht nur wegen diesem Thema, dass es das bei Schwarzen und bei Weißen gibt. Rassismus gibt es bei Schwulen. Rassismus gibt es bei Lesben. Rassismus gibt es bei... Fremdenhass, ja. Fremdenhass, Bruder. Bruder, bei behinderten Menschen, Bruder. Verstehst du, was ich meine? Ja. Bei Rollstuhlfahrern. Bei allen möglichen, Bruder. Bei Magersüchtigen. Bei dies, bei das, bei Juden, bei... Ich will das Wort gar nicht sagen, aber bei Zigeunern, weißt du? Wisst ihr, dass Zigeuner eigentlich eine Beleidigung ist? Ja. Es kommt von ziehender Gauner. Verstehst du? Rassismus gibt es nicht nur bei Schwarz und Weiß, Bruder. Als Corona gekommen ist, haben sich alle von Asiaten distanziert, Bro. Und woher kommt das alles? Von den Medien, Bruderherz, von den Medien. Verstehst du? Das Leben ist aber hier, Bruder. Das Leben ist hier. Du musst das Leben sehen durch deine eigenen Augen, nicht durch den Fernsehen und nicht durch Instagram, Bruder. Nicht durch den ganzen Tag, tschak, 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 tschak. Wenn du Ungerechtigkeit siehst, geh dorthin und handel. Aber dann hier meine Frage, Bro, wegen Rap. Das ist jetzt vielleicht ein krasser Bogen, aber ich gucke mir das an und ich sehe genau hier diese Ungerechtigkeit in einem kleineren Maß. Hier sterben zwar keine Leute, aber hier sind Leute, die werden unterdrückt, können ihre Ideen nicht ausdrücken, weil der Kommerz so groß geworden ist in diesem Feld. Und Leute, die sind zwar gute Künstler, aber die wissen nicht, wie sie sich vermarkten sollen. Und diese Sache, warum Leute rappen, wieso und weshalb sie rappen, nicht da ist. Und du bist einer, du sagst, du willst niemandem was schaden, du willst dich nicht einmischen in dem sein Business, du willst kein Wichser sein, ich verstehe das, ich respektiere das krass. Aber ich muss auch sagen, Leute wie Farid oder Kollega damals, dass die einfach kompromisslos Leute gebieft haben, Beef in Rap kann für mich auch eine bereinigende Wirkung haben, dass Leute aufstehen und sagen, stopp, so nicht, du Wichser, ich komme, ich ficke dich im Rap, weil das, was du machst, ist nicht unsere Kunst, das ist nicht das, wofür wir stehen, und ich ficke dich. Und das ist auch etwas, dieses Aufstehen, mutig sein gegen all diese Leute und sagen, hey, ich trage das in der Musik aus. Ohne diese ganzen Großfamilien im Hintergrund, Clan-Geficke und wir, sondern nur über die Musik das zu klären. Es gibt kein nur über Musik. Das gibt's nicht. Es gibt kein nur über Musik. Es gibt kein nur über Musik. Weil ich habe das Gefühl, du zum Beispiel... Es gibt kein nur über Musik. Ja? Es gibt es nicht. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich einen Rapper beleidige, wird der Rapper mir nicht mal antworten. Ja. Aber andere Leute werden bei mir anrufen. Ja. Verstehst du? Andere Leute werden bei mir anrufen. Leute, die von der Straße kommen. Nicht der Rapper selbst, Bruder. Der Rapper selbst wird auf Instagram Statements machen. Die Leute, die dann wirklich... Warum macht der Statement so cool, Bruder? Weil jemand im Hintergrund ist? Verstehst du, was ich meine? Ja. Der dann da ist. Das ist doch falsch. Das ist das Business, Bro. Ich hab's dir gesagt, es ist falsch. Es ist link, so ist es. Es ist falsch, ja, okay. Was kann man da machen, Bruder? Was kann man da machen? Leben und leben lassen. Ich piss dir nicht ans Bein, piss du mir nicht ans Bein. Ja. Weißt, Bruder, ich will mit all diesen Sachen nichts zu tun haben, Bro. Nichts. Lass mich doch einfach ein lieber Junge sein. So. Aber wenn es diese Filme im Hintergrund nicht geben würde, würdest du das in der Mucke thematisieren? Ich meine, keine Ahnung, so ein Apache beispielsweise. Ich bin jetzt kein riesengroßer Fan oder sowas. Aber ich muss sagen, der macht das fresh. Der kommt her und der dieses ganze, weißt du, diese Klischees von Rappern, dieses Ich bin der Geist, der hier, Paradies, das. Der nimmt das hops. Apache ist elegant. Ein Künstler. Der ist ein Künstler, der ist ein krasser Künstler. Der nimmt das so elegant und spielerisch hops. Ich gucke das an und ich sag, ja, Mann, Digga, du sagst das, was ich denke. Du Apache ist ein Künstler, Bruder. Apache feiere ich sehr, Bruder. Apache ist krass. Verstehst du, was ich meine? So.
Verstehst du, also das ist das, ist das zum Beispiel, wenn der sowas macht auf die Art und Weise, ich denke, das ist elegant, der nennt niemanden per Namen, aber weißt du, Leute wissen, was damit gemeint ist? Oder hat er jetzt dann auch solche Hintergrundfilme zu fürchten? Was meinst du denn? Ja, so, keine Ahnung, allein schon dieses, wie der das hochnimmt, mit, indem der dann Roller fährt, anstatt indem der da auf Skatern rumfährt und nicht rappt über große, dicke, fette Autos, aber weißt, diese selbe Attitüde hat und diese ganzen, dieses Selbstinszeniere. Was hat es aber gerade mit dem von davor zu tun? Mit Clans und dies und das, dass man seine Meinung äußert? Weil er äußert seine Meinung auf so eine Art und Weise, dass er niemanden keine Namen sagt. Weißt du, dann fühlt sich keiner direkt angesprochen und dann kommt niemand, an dem seine Türe klopfen. Also ich zum Beispiel würde jetzt nicht verstehen, warum jetzt jemand an dem seine Türe klopfen sollte und der im Hintergrund irgendwelche Filme mit ihm schieben sollte. Ich würde es nicht verstehen. Verstehst du, das meine ich. Weil du gesagt hast, wie kann man das machen, ohne dass direkt diese, weißt du, ich meine, diese Filme geschoben werden überall? Nein, das habe ich nicht gesagt. Wie kann man? Ich habe gesagt, dass es gibt, Bruder. Das ist nicht, wie kann ich das machen, ohne dass es passiert, Bruder. Bruder, ich verstehe gerade. Hinter jedem steckt jemand. Verstehst du? Ja. Es ist nicht ein Dinger Künstler, Bruder. Es ist ein Künstler und ein Netzwerk. Ich nenne es gerade nicht mal Schutz, Mutz, dies, das. Ich stelle mir das viel zu einfach vor. Es ist ein Künstler, ein Manager und ein Netzwerk. Verstehst du? Ja. Es ist ein Netzwerk. Und der Künstler ist für was zuständig? Für die Musik. Für die Musik. Bruder, dieses sportlich-mordlich und so, ist vorbei. Ist vorbei, Bro. Dafür haben die Leute sich schon zu krass geredet. Es ist einfach vorbei. Bei Stress kommt das Netzwerk ins Spiel. Die Kontakte. Wenn du und ich Stress haben, gell? Wird das meistens dadurch geklärt, dass einer von deinen Leuten mit einem von meinen Leuten telefoniert. Weil die wiederum einen Dritten kennen und so wird die Sache entweder geklärt. Oder man sagt, okay, alles klar, die Jungs machen das jetzt sportlich. Aber die Sache ist, weißt du, ich meine? Ja. So geklärt eigentlich. Ja. Oder einer von deinem Netzwerk fuckt uns ab, unterdrückt uns. Und wir entschuldigen uns. Oder einer von meinem Netzwerk kommt zu dir und unterdrückt euch. Ich meine dich und dein Netzwerk. Und ihr entschuldigt euch. Und ihr hört auf. Und so endet die Sache. Verstehst du? Ich verstehe, ja. Ja, das ist vielleicht doch ein bisschen so schön gedacht. Ja, wir klären das über Musik und bla bla. Das sind viele Interessen hinten dran. So. Das wird man schon. Bro, sagen. Jemand, der so viel prahlt, Bruder, gell? Ja. Jemand, der so viel prahlt. Guck mal, normalerweise, Bruder, wenn Leute Stress haben, die klatschen sich. Gell? Ja. Klatschen sich Rapper, Bro. Ja? Geh noch nicht mal zu einem Kampf, Bruder. Nicht, weil ich sage, dass sie keine Eier haben zu kämpfen oder so. Verstehst du? Ja. Nee, warum selber Konflikt? Bruder, wir sind Künstler, Bruder. Wir sind Künstler. Ich verstehe nicht, warum man schießen muss, Bruder. Wenn du ein Problem mit jemandem hast, dann geh, klär es doch privat. Gute Einstellung auch. Klär es doch privat, Bruder. Weißt du, mein? Was für deine Musik ist dein Ventil und dies und das, Bruder. Was? Klär es doch nicht in Storys, Bruder. Weißt du, wenn ich was abfuck, dann red ich immer. Klär es privat mit dir. Ja. Klär es privat. Er sagt, okay, was geht? Alles klar. Aber ich will es auch gar nicht festnageln auf diese ganzen negativen. Es geht mir nicht um ein Feature, deswegen schreibe ich dich nicht an, keine Sorge. Ja. Aber ich würde mich gerne mit dir treffen. Oder lass uns mal telefonieren. Meistens wird telefoniert. Ja. So kann ich es mir vorstellen. Die telefonieren. Entweder kurz, beleidigend und dann kommt das Netzwerk ins Spiel. Verstehst du? Oder länger, intensiv und die Sache ist geklärt. Fertig. Was sind so für dich Top 5 für dich Inspiration Rapper? Was würdest du da so sagen, bevor ich dich weiter... Nummer 1, Tupac für immer und ewig. Ja?
Nummer 2 Michael Jackson. Nummer 3. Vielleicht sogar Nummer 1 Michael Jackson, Bruder. Mhm. Vielleicht sogar Nummer 1 Michael Jackson, 2 Tupac, Biggie. Inspiration, Bruder. Inspiration ist schon. Ich weiß nicht, Bruder, jetzt. Wenn ich mehr als 3, dann sind es 3. Ja. Ich überlege. Oder Inspiration muss ja nicht immer Dinger sein. So, du wirst in deinem ganzen, auf dem ganzen Lauf deines Lebens inspiriert von anderen Sachen. Muss ja nicht Musik nur sein. So, auf der Fahrt hier habe ich K-Young gehört, Bruder. Weißt du, wer K-Young ist? Das habe ich vor 12 Jahren gehört. So. Wer ist es? Keine Ahnung. Ich schwör's dir, keiner weiß. Ich kenne nur 3 Lieder von ihm. Ich glaube auch gar nicht, dass es so krass erfolgreich war. Ich kenne ihn nicht. Weißt du, was ich meine? Wir haben damals 3 Lieder gehört, die waren sogar richtig schlecht abgemischt, dies, das. Aber Bro, ich habe mich von einem Lied inspirieren lassen. Nicht geklaut, nicht gerippt, inspirieren lassen bei einem Song. Das heißt nicht immer, dass Top 5 Inspirationen so. Kannst du sagen, All-Time-Inspiration. Aber Bruder, du lässt jeden Tag von was anderem inspirieren. Ja, du lässt dich jeden Tag von was anderem inspirieren. Ey, guck mal, wenn du mich fragst, ehrlich. So, jedes Mal lässt du dich von was anderem inspirieren. Weil sonst würden wir alle Baggy-Hosen tragen, Bruder, und dies und das. Ey, guck mal, für mich ist das wie ein Modealter. Wenn du 3% besseres Produkt hast als davor, ist es krass. Rap, Digga, Format 16er, Format Hook, Rap an sich. Das sind alles Strukturen, die haben sich entwickelt über die Zeit. Die imitieren wir voneinander. Und dann kommt immer etwas bisschen Neues rein. Und das ist die Inspiration. Und dass du auch zum Beispiel allein dieses Ding, so eine Kleinigkeit, dass du so De Deneuve gesagt hast, in Ding Leon Berger Hood und dieser Franzosen-Rap, dass du sagst, ey, ich gebe den Hack, das ist eine Sache, das hat Aufmerksamkeit verdient, ich übernehme ein paar Sachen daraus, ich lasse mich daraus inspirieren und das ist noch mein uniker Style. Ich habe es angeguckt, ich habe das krass respektiert, weil ich so sage, Alter, der Typ geht offen damit um, verbindet diese Sachen, daraus entsteht etwas Neues, egal wie viel komplett neu, original oder nicht oder bla bla, es ist, du stehst offen dazu, das ist eine Sache, das entwickelt sich weiter. Oder UFO mit Future zum Beispiel. Man sagt, ey, der sagt ganz klar, ey, das ist die Musikrichtung, die ich feiere, das will ich machen, das will ich sein. Und das ist authentisch, dabei kommt was Krasses raus. Ich respektiere das unnormal. Weil du machst einen neuen Pulli morgen, der hat immer noch 2 Ärmel. Der hat eine Kapuze, der hat den Schnitt. Du veränderst Kleinigkeiten an dem. Und genauso ist das mit Rap. Und damit offen umzugehen, das finde ich geil. Und das meine ich auch bei dieser Debatte mit Enno. Es ist nicht so offensichtlich, dieser fließende Übergang zwischen Inspiration und Kopie. Weil Leute denken immer, du musst das Rad neu erfinden. Deswegen, das finde ich ganz interessant, weil du bist ein super offener Typ und du hast auch gesagt, ey, was du geil findest an Deutschrap ist, die Landschaft ist viel größer. Früher gab es eine Leiter. Yeah. Es gab einen King of Rap. Es gab einen King of Rap und es gab einen Stil, wie man rappt. Ja, und heute ist das Kunst. Ich mein? Und es gibt tausende Leitern, wie man rappen kann. Tausende. So. Tausende. Und man schämt sich nicht mehr, Bruder. Man macht einfach. Jeder Zweite geht ins Studio und rappt. Aber du bist einer der wenigen, der von Album zu Album eine andere Leiter wählt. Also ich kenne das zum Beispiel von Drake. Und das ist schon eine krasse Sache. Das respektiere ich krass, weil du... Also danke, Bruder. Das ist... Wie viele Leute guckst du an, die sind hängen geblieben auf ihrem Film? Die können sich nicht verändern. Die sind nicht flexibel. Die haben in ihrer Zeit funktioniert und dann kommt eine neue Zeit und die können... Also die entwickeln sich da auch nicht weiter. Und die bei möchten dir sich entwickeln, aber du hörst, dass es nicht klappt. Ja, weil sie was sein wollen, was sie nicht sind. Und bei dir, du entwickelst dich gefühlt schon... Du bist eigentlich schon... Ich will jetzt nicht sagen, deiner Zeit voraus. Weil ich bin meiner Zeit voraus. Ja, aber du weißt, es hört so Blowjob-mäßig an, wenn ich das jetzt sage. Ich bin meiner Zeit voraus. Ich habe schon so das Gefühl. Bruder, ich bin safe meiner Zeit voraus. Capimo ist zum Beispiel für mich so eine Sache gewesen, Alter, ey, das könntest du auch in 2-3 Jahren machen und den Sound hättest du noch weiterentwickelt, noch daran gefallen. Das wussten wir, als wir das gemacht haben. Ja. Das wussten wir, als wir das gemacht haben. Wir haben gesagt, Bruder, wenn das nicht erfolgreich wird, dann nur, weil die das nicht verstehen werden. Ja. Und das ist krass, auch da zu sagen, ich habe die Eier und ich mache das und ich scheiß drauf, was gerade erfolgt. Es juckt mich nicht. Ja. Ich gehe nicht nach Erfolg. Ich gehe nach Gefühl. Weißt du, was ich meine? Ich gehe nach Gefühl. Nee, aber ich will nur sagen, viele Leute behaupten das. Ich habe das jetzt auch bei dir so ein bisschen kennengelernt. Ich habe die Mucke gesehen, die du gemacht hast. Du hast uns vorgespielt. Ich kann es einfach bestätigen. Und das ist eine Sache, wo ich auch für jeden, der zuschaut, ohne Witz, habt da die Eier, euer eigenen Scheiß zu machen. Das ist sehr, 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 also es war für mich persönlich sehr bestätigend, sehr inspirierend, als ich das gesehen habe. Für mich ist, Alter, allein diese, also bin ich auch sehr dankbar für, dass er im Studio sein durfte, dass ich das erleben konnte, dass ich es gesehen habe. Herzlich willkommen, Bro. Und immer. Das sind keine Worte, so, das weißt du, Bruder. Ich weiß, aber ich will dir nur sagen, dass ich das krass wertschätze und dass das
ich will dem Nachdruck verleihen, dass das, was du sagst, keine hohlen Worte sind. Ich habe das gesehen. Verstehst du? Es ist eine Sache, darüber zu reden. Es ist eine andere Sache, dich zu sehen, konzentriert, wie du in diese Booth reinläufst und auf einmal du aus dir selbst raussprudelst und wie du deine Mucke feierst und wie du die machst. Das ist schon was Schönes, das zu sehen. Danke, ich konnte mir das davor nicht vorstellen, weißt du, was ich meine? Ich war dort, ich war so, Digga, was? Ich konnte mir aber auch nicht vorstellen, dass du so ein krasses Unternehmen hast, oder wie ich es heute gesehen habe. Weißt du, was ich meine? Scheiß mal da drauf, das Nein, ist so. Ich meine, bis man es selber sieht, bis man selber die Materie sieht, kann man die Materie auch nicht richtig verstehen, Bruder. Und man hat so ein anderes Bild vielleicht. Ja, ja, man versteht. Weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe mal. Ich war heute in deiner Firma, Bruder. So. Und ich war, wow. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr dafür, dass du das hast. Dass ihr das zusammen habt. Das ist ja nicht nur deins. Das ist euers. Verstehst du? Und ja, da stehen ein paar teure Möbel drin. Als du gesagt hast, komm, lass mal kurz laufen. Ich schwöre, ich dachte, wir laufen zu einem Kiosk Getränke holen. Auf einmal kommen wir hier an. Du sagst, das ist unser Laden. Ich denke mir, Digga, geil. Weißt du, was ich meine? Das hätte ich mir nicht gedacht, wenn ich nur deine Videos gesehen hätte. So. Ja. Du könntest auch aufgeben, Bruder, in dem Moment, wo du gefickt wurdest. Du gibst aber weiter Gas. Ich könnte auch in dem Moment aufgeben, in dem Moment, wo ich gefickt werde. Ja. Ich gebe aber weiter Gas. Alles steht von Gott geschrieben, Bruder. Verstehst du? Glaubst du an Gott? Ja. Alles steht von Gott geschrieben. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst, ja. Und die Leute sollten auch den Glauben an Gott nicht verlieren. Dankbar sein. Wirklich, wirklich, wirklich. Immer wieder Gottes Namen erwähnen, Allahs Namen erwähnen. Egal welche Religion am Endeffekt. Es gibt nur einen Gott. So. Erwähnt seinen Namen. Er hat nicht nur einen Namen. Das ist nicht nur Gott, das ist nur Allah. Ich bin Iraner, bei uns sagt man Khuda. Erwähnt seinen Namen. Erwähnt seinen Namen. Dankt ihn und bittet ihn. Bittet ihn aber nicht nur, wenn ihr Hilfe braucht. So, weißt du, was ich meine? Dankt ihm auch, wenn ihr etwas bekommt. Dankt ihm, wenn ihr etwas habt. Dankt ihm aus dem Nichts, wenn ihr gerade daran denkt, alle, ich hab das. Danke, lieber Gott. Ja, das ist eine sehr schöne Sache. Weißt du? Ja. Das ist sehr wichtig, sich darin zu üben. Ja, yeah, Bro. Das ist so. Da findest du auch ein bisschen Frieden, so Ruhe, weißt du, ich meine? So viel man, Frieden und Ruhe. Wenn man sich selber erwischt, neidisch zu werden, dann soll man sagen, du kleiner Schlawiner. Das holt dich ganz schnell wieder runter. So ein kleiner Humor mit sich selbst, so, du kleiner Schlawiner, machst gerade schon wieder neidisch. Ja? Man muss so mit sich selber cool sein, weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja. Bevor man überhaupt mit anderen cool sein kann. Das fand ich eine sehr krasse Sache in dem Interview. Da habe ich dich heftig respektiert für, wie offen du darüber gesprochen hast. Gesagt, ich war nichts Gönner. Und heute... Ich war neidisch, Bruder. Ich war neidisch, weil ich die ganze Zeit im Studio war und gedacht habe, wie ist das? Aber wenn man so neidisch ist, Bruder, wenn man neidisch ist, gell? Erstens, wenn man neidisch ist, muss man sagen, du kleiner Schlawiner. Du warst gerade schon wieder neidisch, ja? Und das Zweite, was du machst, geh und mach's besser, Bruder. Oder nicht mach's besser. Geh und mach was dafür. Ja. Mach was dafür. Fertig aus. So. Das fand ich sehr, sehr, sehr angenehm, als ich dein hiphop.de-Interview gesehen habe. Du hast gesagt, ich sehe das als mein Business, ich brauche da mehr Disziplin, das sind meine Fehler, ich war ein Nichtsgönner und ich muss machen. Ich habe das angeguckt und ich war wirklich schwer beeindruckt. Ich war so, Danke dir vielmals. Weil nur wenn du sowas mit dir selber weißt, sag nicht danke dafür, nur wenn du sowas mit dir selber weißt, dann kannst du auch die Musik machen, weil du die Aufmerksamkeit hast auf die richtigen Sachen. Realness. Eine Sache für Realness, die auch dazu gehört, ist Aufmerksamkeit auf die richtigen Sachen. Erst dann kannst du real sein. Verstehst du, was ich meine? Weil du guckst auf die richtigen Sachen und dann kommt auch die Musik. Die kommt als Folge davon, weil du hier auf die richtigen Sachen schauen willst. Du hast zumindest den Drang dazu. Und deswegen, also ich persönlich, Alter, ich wünsche mir wirklich für dich, dass du da Gas gibst, dass du das weiter so durchziehst. Ob das jetzt Sport so einfach nur im Reinen bist mit dir selber, da weiter Mucke machst, weil ich sehe in dir persönlich echt gigantisches Potenzial. Ich habe mir das angeguckt. Ey, du bist so, ich war so, der kann irgendwie alles. Du hast die Qual der Wahl. Macht das, ich will euch auch gar nicht hier länger ficken. Alles gut, Digga. Tut mir leid. Aber wir haben tausend Sachen, über die wir reden können. Das wird niemals fertig werden. Deswegen, Digga, wir machen einfach irgendwann anders weiter. Und ich glaube, wir haben viele, viele interessante Sachen angerissen. Und über Musik und Rap, da reden wir nochmal ein anderes Mal. Bruder, ich bin immer für dich da, ich sag dir. Also das ist immer für dich da, das ist jetzt so gesagt. Ich meine, in diesem Ding, wenn ich da sein kann, sag mir Bescheid. Und wir werden einen Termin machen und ich bin für dich da. Kein Stress. Ich bin da, Bruder, weißt du?
Ohne dass ich dich brauche, Bruder. Ohne dass ich sage, ich mache das, damit ich irgendwann von dir was brauche. Nein. Wenn du mich brauchst, Bruder, wenn du mit mir reden möchtest, wenn du mit mir sein möchtest, dann ruf mich an, schreib mir. Und ich werde dir sagen, Bro, bei mir sieht so und so und so aus. Und genau so werde ich es auch bei dir machen. Wenn ich mit dir reden möchte, werde ich dich anrufen. Ich habe deine Nummer. Wenn ich mit dir schreiben möchte, schreibe ich dir. Was geht, Bro? Wie geht's dir? Wenn ich hier in Stuttgart bin, werde ich mich bei dir melden. So. Die Menschen sollen mehr verschweißt sein, als nur oberflächlich sich treffen für irgendwas, Bruder. Weißt du? Ey, das ist für viele so schwer zu begreifen, die nicht in unserer Welt leben, Alter. Die leben nicht in unserer Welt, die verstehen es nicht. Ja, ja. Verstehst du ich gerade? Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das sind auch eigentlich Sachen, die man nicht vor der Kamera redet. Ja, so. Ja, ja. Das ist so. Das ist so, ich muss nett aber zu dem sein, weil sonst redet der zu dem Scheiß, dann ist es wieder schlecht, Bruder, für mich. Viele Leute sind nett vor dir, gell? Weil ja. Sie, Bruder, ich weiß doch ganz genau, dass die Leute, mit denen ich so viel zusammen war oder dies, das, ich habe von keinem profitiert. Ich habe von keinem profitiert bis jetzt, Bruder. Ich habe bis jetzt nicht gemacht, wovon ich Profit gezogen habe. Ich nicht. Oder? Oder habe ich irgendeinen Move gemacht, wo man sagt, das hat er gemacht, um mehr Fame zu bekommen. Ich lebe im reinen Gewissen, Bro. Und so werde ich auch bleiben. Solange du nachts früh schlafen kannst. Verstehst du, was ich meine? Und lieber bin ich ein Seil, an dem jemand sich hochzieht, Bruder, anstatt dass ich mich an einem Seil hochziehe. Ey, und wenn das irgendjemand anders sieht, dann werden die Leute das in den Kommentaren spammen und sagen, Nemo hat nein, Spaß, Alter. Das ist. Sag, was ihr wollt. Ich schwör auf meine Mutter. Sag, was ihr wollt. Es ist die Wahrheit. Soll ich irgendwas anderes sagen? Wir haben 2 Uhr morgens. Ich sag euch trotzdem die Wahrheit. Ich sag euch, ich werde gerade von einer Seite ganz, ganz böse angeguckt. Und mein Herz tut mir auch wirklich sehr, sehr leid, dass diese Person wach ist wegen mir und noch 2 Stunden fahren muss. Und ich glaube, ich persönlich werde zu dem Chef gehen und sagen, ey, diese Person braucht frei. Kann gar nicht arbeiten heute. Aber trotzdem sage ich euch die Wahrheit und ich werde euch immer die Wahrheit sagen. Ich schwöre, ob ihr mich dafür liebt oder hasst oder nicht mögen könnt, ob ich vor euch angesagt bin oder nicht. Es juckt mich nicht, wirklich, es juckt mich nicht. Ich mache niemanden nach, ich gehe meinen eigenen Weg, ich gucke auf niemanden. Ich werde nie wieder sein wie damals, egal ob Rap, egal ob dies, egal ob das. Inshallah, ich weiß es nicht, Bruder. Wer weiß, was morgen passiert und ich sage, ey, scheiße, fall das, nein. Ich werde wieder abrutschen vielleicht, kann sein, Bruder, ich weiß es nicht, ich kann nicht groß reden, aber inshallah, so Gott will, soll das nicht passieren, will das nicht passieren. Und was soll ich dir sagen, Bruder? Guck uns an, Bruder. Wir hatten nichts. Guck, was wir gerade machen. Guck, Bruder, sie gucken uns zu. Guck hin, Bruder. Die Armen. Nein, ich meine die Kamera, Bruder. Ich weiß. Guckt hin. Die gucken uns zu, Bruder. Die Leute, die nichts so haben, Bruder. Leute, die zur Schule gelaufen sind, wie alle anderen auch nach Hause gekommen sind. Und einer von den Zuschauern, 2, 3, 4, 5, 6, die werden auch irgendwie so in der Öffentlichkeit stehen, Bruder. Ja, das wird passieren. Wir waren nichts, Bruder. Jetzt sind wir Nummern. Wir beide sind 24, sind 25, Digga. Verstehst du? Wir sind groß geworden. Wir sind Nummern, Bruder. Wir sind Nummern. Ja, ja. Wir sind vielleicht nicht die krassesten, aber wir sind eine Nummer. Ja. Und wenn du eine Nummer bist, hast du Feinde und Freunde. Feinde sowieso und deine Freunde, das sind keine richtigen Freunde. Die tauschen. Verstehst du? Versteht es irgendwann. Hoffentlich versteht ihr das, dann werdet ihr sagen, der Junge hatte recht. Der Junge war doch nicht so dumm, wie er aussah oder gerappt oder gesungen hat. Ich habe eine Frage, bevor wir Schluss machen. Weil das interessiert mich persönlich sehr. Yeah. Ist, wer sind für dich die stärksten Deutschrapper? Die stärksten? Ja, wo du selber sagst, pff, wow. Die stärksten, Bruder. Guck mal, wenn ich sag jetzt. Jetzt kommen erstmal alle von deinem Label? Nein, Spaß. Die stärksten Deutschrapper, jetzt ohne Platz 1, Platz 2, Platz 3 oder so, gell? Ich sag jetzt einfach mal, Omar, Leo, Angie, Shindy, Reezy, Elias, Jamul, Luciano,
Rina. Bruder, es gibt viele krasse, Bruder. Das sind so für mich. Meine. Ist auch dumm, ne? Jetzt erwähnst du jemanden nicht, dann ja, ist es so. Oder die werden noch dann wieder rumheulen und so, weißt du, was ich meine? Nee, ist auch schwer, was ich gerade von dir will. Aber ist doch mein Geschmack, Alter. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Für mich ist. Shindy ist schon der Beste, Bruder. Ja? Shindy ist schon der krasseste Motherfucker, Bruder. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Der ist ein übler Perfektionist, Bro. Ja, sag mal, was findest du da so krass? Nein, nein, Shindy ist krass, Bruder. Ja? Nein, 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 Bruder. Mann, das tut mir leid. Shindy, du bist krass, Bruder. Du weißt es auch. Ich hab dir selber geschrieben. I love you, Bro. Ich wünsch dir, deiner Familie nur das Beste. Ich finde viele krass, Bruder. Der Ding ist auch gut. Der Paschanim ist auch gut. Paschanim fahre ich auch. Okay. Der, diese drei, vier Songs, die er gemacht hat, sind sehr gut. Die sind sehr, sehr fresh. Die sind sehr, sehr gut. Und der wird auch eine Nummer werden. Hundertprozentig, ich weiß. Von dem ich auch krass überrascht war, war Reezy, Digga. Ich fand Reezy war, boah, ich hab den gehört. Ich war so, ja. Holy shit, der ist. Ja, Mann. Der Typ ist auch krasser, so Rohdiamant. Wenn der noch so ein paar Sachen gerade kriegt, dann. Also es war das erste Mal, dass du gesagt hast, oh, das ist fast wie Drake krank, auf Deutsch. Bruder, Reezy ist krank. Wirklich krass. Reezy ist krank, Bruder. Mit Reezy im Studio zu sein, ist so geil, Bruder. Ja, ich habe noch die Dinge bei Cash, da habe ich noch sein Part im Kopf. Der ist sehr stark auch. Da kommen noch ein paar Sachen. Der ist, also Reezy passt auch zu dir. Finde ich sehr, sehr krass. Reezy ist krass. Aber das können wir dann nächstes Mal fortsetzen und uns dann darüber unterhalten, weil ich glaube, bei uns beiden ist ein bisschen Luft raus. Hier ist spät, du musst gehen. Ich bin auch komplett Brain AFK. Sag dir mal, dass wir uns getroffen haben, Alter. Es ist halb zwei, Alter. Halb zwei. Ich weiß nicht, wir müssen noch nach Hause fahren. Digga, zwei Stunden. Nächstes Mal Rap, wie auch immer. Vielen, vielen Dank, Bro, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du extra hergefahren bist, Alter. Das ist nicht selbstverständlich. Hör auf, sowas zu sagen, Bruder. Ich werde das immer sagen. Oder? Nein, wirklich, ich rechne sowas extrem hoch an. Du weißt, wie das ist. Ich habe mit dir geschrieben, du hast gesagt, du kommst, du bist da. Ey, mit diesem Podcast immer schwierig, dass Leute herkommen und so. Das ist echt immer Geficke. Ich bin dir unnormal dankbar, wirklich, dass du dir Zeit genommen hast. Geile Sau, ich danke dir. Gönnt euch eine Hülle auf rhinoshield.de. Und wer in den nächsten 14 Tagen bestellt, bekommt noch 20% Rabatt. Rhino Shield, der Partner, um euer Smartphone zu schützen.